Ich sage jetzt was richtig Bescheuertes. Könntest du bitte da weggehen? Das sieht ein bisschen komisch aus mit dem Hintern. Was denn? Also, ich, I mean, Doggy ist so geil. Gott, du bist so Warte, warte, super. halt dich fest und jetzt haben wir auch noch ein Horn von vorne. Himmel, Taschenzwirn. So, lieber Olli. Chat, könnt ihr das jetzt bitte auf beiden Channels klippen? Das wäre genial. Bitte, ich flehe euch an und bitte kann mir das an irgendjemand schicken. Ich muss das unbedingt behalten. Ich brauch das auch. Ja, guck bei mir. Oh, wir sollen bei dir gucken. Oh. Ja, willst du nicht dazu kommen? Wir klappen. Steve ist irgendwie bei mir Hi. nicht. Ding. Bei mir ist Steve die ganze Zeit mit diesem durchgestrichenen WLAN-Dings da. Ja, weil er noch nicht connected ist. Erst wenn er die Runde startet, wenn die Runde startet, dann connectet er sich erst. Oh Mann. Geht schon wieder gut los. Ah, okay. Ja. Yeah. Ich komme irgendwie auf dieses Grün nicht klar. Von das ja auch. Kevin ist ja auch da. Hey, Pfanne. Guten Abend. Hi, Kevin. Hallo, Kevin. Sogar Xafron, der sich nicht angemeldet hatte. Einhorn, ich hab dich wirklich ganz doll lieb, aber könntest du bitte aufhören, von vorne zu kommen? Ich hab schon Kopfgeschwür, weißt du? Aber ich komme doch gerne von vorne. Aber ich weiß doch gar nicht, was du hast. Wir haben einen Hund hinten, ein Einhorn vorne. Ich weiß nicht, was du hast. Oh, Olli. Oh Gott. Ich bereue es so hart, dass ich am Wochenende nicht da bin. Ich ja, ich auch. Okay, bei mir kann Darf ich sagen, das harten dehnbarer. Okay, sagen wir nichts. Ich muss Wally erstmal von 60% runterschrauben. Oh Gott. Das muss ich jedes Mal, da muss ich jedes Mal an Jays Geburtstag denken. So. Oh Himmel. Hallo, Wally hallo. Ich habe eine halbe Stunde rumgeschrien. Ich liebe es. Oh Mann. Ja. So. Ja. Tränen aus den Augensäcken weg. Mein Alle bereit? Ja. Boah, das war gerade wirklich 1 zu 1. Ja, da ja. sind wir bereit. Weiß ich nicht. Hast du irgendwas im Hals? Nein, ich hab das. Ich hoffe, jeder Stream ist ab 18. Ich hoffe echt, jeder Stream ist ab 18. Ah, ich muss gleich noch Ton anmachen, Leute. Ganz vergessen. Ihr kriegt erstmal keinen Ton vom Spiel. So. Mod-Optionen. Macht der einfach von mir auf. Immer noch alle. Jetzt hatte ich auch ein Horn in mir.
Ja. Wow. What the fuck? Svenja ist sehr frisch. Die ist die frischeste. Jetzt erklär mir also, bitte das. Wir haben nämlich einen Vulture drin, das wollte ich nur gesagt haben, oder einen Cleaner. Also Xaphon ist mir alle eine Minute. Ich wollte gerade sagen, es wird alle angezeigt, kann sie mit dem Vulture angezeigt. Sein. Ja. Also ja, Xaphon okay, okay. Habe ich auf jeden Fall noch von einer Minute rüber Richtung, ich glaube, das war Electriker, habe ich ihn, glaube ich, laufen sehen. Dann spinnt meine Ability, dann tut's mir leid. Weil mir wurden die ganze Zeit nichts angezeigt. Steff? Mir wurde auch nichts angezeigt. Also ich glaube nicht, dass es nur bei dir spinnt. Also mir wurde auch nicht. Können wir erstmal Pfanne reden lassen? Er hat immerhin hier einen Report, ne? Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Ich habe die zwei Leichen waren es, glaube ich, habe zwei Farben gesehen. Direkt an der Tür von Mad Bay gefunden. Ja, das war ein Svenja gewesen sein. Leider nicht gemerkt. Mir kam irgendwer entgegen, aber ich habe natürlich leider nicht gemerkt, welche Farbe das war. Das war ich. Ich bin gerade in Cafeteria reingegangen. Sehe ich. Und Svenja müsste halt Mad Bay liegen, weil die ja gerade erst reingegangen ist. Wer von euch ist Weapons? Ich, irgendjemand ist bei mir stehen geblieben, als ich gerade bei den Asteroiden abschießen war. Okay. Ich glaube auch, dass davon, glaube ich, glaube ich, Aso war oder so, weil der hat die ganze Zeit irgendwie gekuschelt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Nee, am Anfang hat er ganz schön gekuschelt. Ich habe ihn nicht einmal gesehen in der Runde. Also ich kann sagen, Saffron war kein Asonis. Okay. Weil du es bist. Entschuldige. So. Ja, sicher. Knochen, du wolltest gerade was fragen. Als du reingekommen bist zum Ding, zum Terminal, zum Atempanel, dann liegt gerade vorher auch noch Svenja dran. Da ist schon Svenja am Upload. Svenja war sehr, sehr lange ein Admin, ja. Ich bin rein, dass dann Svenja noch am Pult. Das habe ich nicht gesehen. Ich stand am Admin-Panel, bin nur reingegangen und habe meine Duschzieht-Taste gemacht, bin weggegangen, da standst du dort aber nicht mehr, Svenja. Als ich reingekommen bin, war Svenja am Upload. Dann hat Svenja auf jeden Fall, wenn sie am Upload stand, keinen Upload gemacht. Kann sein. Keine 10 Sekunden rum waren. Ich möchte mal die Laufwege von Kevin zu wissen. Inklusive Vents. Ja, ich war eigentlich überall und nirgendwo. Und ich habe dich kein einziges Mal gesehen. Yay. Ich auch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was für eine Rolle Kevin hat. Ein paar Mal gesehen. Ein paar Mal in Vents gesprungen. Für mich war das leider zu offensichtlich. Also ich halte mir Kevin im Kopf, weil ich ihn auch öfters da gesehen habe, wo er eigentlich nicht hätte sein können, ohne Vents zu benutzen. Sehr gut. Aber es können ja mehrere Rollen wenden. Weißt du, was interessant ist, Akani? Ich war in Electrical. Ich hatte so das Gefühl, dass Knochen einen Kill-Button hat. Ja, ich weiß, dass du von Security in Medical gewendet bist. Ich auch, ja. Habe ich mich nicht gesehen. Reaktor. Mel liegt zwischen Cafeteria und Mad Bay, genau an der Tür. Zwischen Cafeteria und Mad Bay? Ja. So, kann ich gerade lang gelaufen. Pfanne ist hinter mir gewesen. Ich bin verbuggt.
Also Pfanne war hinter mir. Die ist wirklich verbuggt. Also bitte nochmal gleich prüfen, ob da irgendwas faul ist oder sowas, weil funktioniert nicht. Ist verbuggt. Nee, hinter dir war, wundert mich, weil der war nämlich mit mir vor dir. Pfanne? Ich kurz äußern. Arcani. Ja. Aus Medbay rausgekommen, da lag noch keine Leiche. Da bist du warst hinter mir, mein Freund. Ja. Nein, ich war vor dir bei mir. Du warst hinter mir bei mir. Okay. Haben wir das auch mal geklärt, ne? Hinten, vorne, vorne, hinten. Ah, den Kill hätte ich zeitlich nicht machen können. Ich möchte auch nicht sagen, dass du das gemacht hast. Ich wollte das nur nochmal erwähnen. Ich würde sagen, dass ich das mit Bay rauskam und ich bin mit Knochen reingelaufen. Hätte auch eigentlich sehen müssen, dass ich rauskam. Ich bin mir überhaupt nicht reingelaufen, du bist gleich abgehauen. Bin ich dir hinterhergelaufen, weil ich dachte, du willst mich töten. Ich trau dir keinem, also Entschuldigung. Hätte ich dich getötet, wäre ich dem nächsten in die Arme gelaufen, weil da unten der Vent zu ist. Ich gesehen. Du bist im Medbay rein, du bist zum Scanner wahrscheinlich gegangen. Ich hätte da auch noch eine Task zu machen. Andere Task. Wie frisch ist denn die Leiche? Relativ frisch. Maximal 6 Sekunden. Dann würde ich Knochen dafür auf jeden Fall rausnehmen. Weil Knochen und ich haben gerade gefixt. Ich habe noch mal eine Frage an dich zur letzten Runde. Lagen die zwei Leichen, die du gefunden hast, direkt aufeinander, also quasi nebeneinander, oder lagen die ein bisschen versetzt? Ich? Ja. Was auch recorded. Du hast auch gesagt, du hast zwei Leichen gefunden. Würde bedeuten, dass sich eventuell zwei Killer selbst gegenseitig getötet haben können, ja? Theoretisch, oder es war ein Lava-Kill. Oder das, genau. Ja, wenn sie beide, wie gesagt, sie war sehr, würde, sehr frisch. Ein Killer würde bei Lava nicht reinstechen, wenn die aufeinander liegen. Wer war das? Das war Svenja und? Irgendwer. Svenja 100%. Ich glaube. Ja, Steve, Saffron und Dennis waren alle nebeneinander. Waren ja alle. Ja, und noch jemand. Du hattest doch gesagt, von wer da lag, oder? Svenja und. Wer war es noch? Könnte man davon ausgehen, jemand hat Svenja abgestochen und ist dann selber abgestochen worden. Könnte natürlich sein. Ja, Steve war sehr interessante Wurz. Knochen rausgenommen werden konnte. Ja, wenn wir gefixt haben. Knochen konnte nur für den Kill rausgenommen werden. Udo Zappa, habe ich mich verjagt. Kevin hat gerade auf Black Lady geschossen. Ja, was hat Kevin gemacht? Okay. Wurde gerade gewitcht. Ja. Mit wem bist du alles gekreuzt? Das heißt, Lady, du warst in Navigation. Black Lady, also sie war die Witch. Hast du sonst noch irgendeinen Killer im Gedanken? Nö, kann nur Black Lady gewesen sein. Ich bin sonst keinem anderen gecrossed, der Witch Range hätte. Dann 3 in Admin und 2 in Navigation. Ich habe nur 2 Leute in Admin gesehen, in Persona, einer im Download und ich am Admin Table. Muss irgendwer im Vent hocken oder ist hinten bei der Swipe Card? Ich bin gerade reingekommen. Pfanne war mit drin, du warst mit drin und ich war mit drin. Bei der Swipe Card. Gut, dann waren wir 3. Von 3. Ich bin gerade eben reingekommen, weißt du, ich habe euch noch gehört, ganz aber... Ganz gut. Ganz gut. Da Ding, bin ich noch Stefan und Blau und Cafeteria begegnet. Ne, Cafeteria bist du mir nicht begegnet. Im Gang neben Cafeteria und hinter dir kam Jesse an. Einhorn, magst du mir noch kurz erklären, warum ich auf Blau geschossen habe?
Weil du eigentlich auf mich schießen wolltest? Okay. Okay. So ein Ding zwischen Kevin und Einhorn. Die ersten paar Runden sowieso erstmal nur an. Wir haben jetzt noch mehr, oder ist... Ja, ein Killer ist safe noch drin. Das ist mir schon klar, aber haben wir auch noch mehr. Ich glaube, wir haben von jeder Partei noch genau ein. Also ich glaube nicht, dass wir einen Evil Guesser haben. Nein, das glaube ich auch nicht. Raus gewesen, wenn Evil Guesser hätte. Ich habe ein Boot bekommen. Sheriff kann doch gar nicht wenden. Ding. War mir klar. Fan-Kaffen. Deswegen konnte ich gerade die Map nicht groß schalten. Hä? Ich klicke gerade auf den Button für. Ich hatte gerade Task alle fertig. Will auf den Button drücken für rauszoomen und steht da Handcuff. Ich dachte, ich werde nicht richtig. Oh. Also echt. Oh. Oh. Das Ding ist, ich war Tracker. Jedes Mal, wenn ich mir einen Kill anzeigen lassen wollte, kein Pfeil. Nichts. Kenn ich. Das hatte ich das letzte Mal auch. Kenn ich. Und 2 Sekunden später wird reported. Ich bin... Ich kann nur sagen, ich waren vor dem Report sehr frisch. Wir haben uns gegenseitig umgebracht. Ja, ich war auch keine 10 Sekunden tot. Also kann sogar Kevin, sein, dass es passt. Das war nicht nett von dir. Dieses Gefängnis-Outfit ist gerechtfertigt. Das habe ich schon öfters gesagt bekommen, ja. Dieser Junge. Ja, ich weiß schon, böser Fuchs, du. Black Lady, ja, setz dich gerade nicht auf. Bei mir wird die Hälfte nicht angezeigt. Electrical auf einmal Sidekick gewesen. Ich weiß gar nicht, was wird angezeigt? Weil du es kannst. Weil du gewettet bist. Mir werden 4 Leute nicht angezeigt als Figuren. Musst du reloaden. Habe ich jetzt schon 5-mal. Warten, starte ich, dann müsste startet. Das eigentlich. Ja, müsste dann eigentlich. Das Witzige ist, Black Lady, wenn die Runde neu startet, habe ich jetzt schon die letzten Male gehabt, ist bei mir immer erst grün, bevor sie schwarz wird. Okay. Toll. Echt witzig. Grün vom Schwarzwerden, naja. Ja, ihr wird halt schlecht, grün? Gell? Ihr wird halt schlecht. Ich bin Mini! Leute! Ich bin Mini! Und ich bin ein guter Mini! Oh, scheiße, es glaubt mir sowieso kein Schwein. Leute, Tars! Nee, hast du etwa den Bait reported? Nein, also entweder war es ein Lover und Black Lady ist getötet worden und Wally einfach umgefallen, oder ich wurde gewarlockt, aber
nicht viel Auswahl. Wally hat auf mich geschossen. Definitiv schon mal sagen, es war kein Lava-Kill. Vampir nicht vergessen. In der Lifeline geguckt, Black Lady war tot, Wally nicht. Wally ist 2 Sekunden alt. Ich würde aber auch bei Wally zumindest den Vampir ausschließen, weil die stand schon bei den O2-Flaschen und ich bin hinterhergekommen. Das 5 Sekunden vorher war da keiner. Wer ist denn gerade beim Bücherregal in Edmund? Keiner. Das ist die Person, der Warlock. Okay. Der Warlock, würde ich behaupten, kann auch bei mir in dem Fall Einhorn oder Mel gewesen sein. Hm. Oder Knochen. Ganz nicht. Ich habe nämlich ganz laut rumgeschrien, dass ich eine süße kleine Katze bin, die gut ist. Das kann ja jeder sagen, Mel. Ja, ich habe danach auch gesagt, es wird mir sowieso kein Schwein glauben, wie die letzten Male. Also nein, ich war es nicht. Ich habe eher ich weiß, gesucht, dass ich niemanden finde. Ich weiß, dass Jesse auf jeden Fall nicht der Warlock ist. Ja, das kann ich besser davon aussagen. Wow. Ich will gerade den Müll rausbringen. Ah, nice. Ist das aber schon sass, dass sie nicht im Lip ist. Ja. Allerdings. Hm. Wir können auch mal kurz durchzählen. Wo sind die anderen? Also, der Steve war bei dir. Wo war Dennis? Steve ist bei dir. Ich dachte, Steve wäre bei Svenja. Steve ist bei mir. Eigentlich nicht. Steve ist nicht bei mir. Buchflaschen gegangen und da war Steve. So, und da war keiner. Da war nur Wally. Aber davor war keiner da. Deswegen Vampir ausgeschlossen in dem Fall. Wo waren denn die anderen? Ich stehe gerade vor dem linken Admin-Eingang. Anna? Hm? Lifeline? Gerade die Lifeline-Info geben, das ist kein Lauer. Das stimmt, was weiß ich. Wow, ich hab damit gerechnet, dass mich irgendjemand wählt. Kein Problem, du warst aber kein Lava, oder? Ali, danke! Für deinen... Ab! Willkommen im Rudel! Viel Spaß im Stream, sucht ihr ein schönes Plätzchen in der Höhle. Mach's dir bequem. Dankeschön. Danke. ich dachte schon echt, das wäre Lava-Kill gewesen. Ha? Ich muss mich gerade wieder entmuten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Er sagt M und geht weg. Hat er da hingekommen? Ich habe Pfanne nicht gesehen. Auf einmal ist der Pfanne da. Hä? Wo liegt dein Keller? Hey, die war doch gerade noch da. So, Mel, wo bist du denn? Ja, ich bin wieder zurück, wollte in Office, weil ich gerade die Wasserflasche umgefüllt habe und ich jetzt im Office das auch wieder machen wollte. Wo stehst du denn jetzt so? Wenn du von der einen Wasserflasche auf der linken Seite rüber gehst, über Weapons, über den Eingang direkt nach dem... Spiel schon mal neu gestartet? Ich wollte gerade...
in diesen Zwischenraum nach oben zu Office rein. Knochen, wo bist du? Gerade in der an der unteren Deacon-Tür von der oberen Deacon. Und noch quasi im Specimen drin. Mit wem warst du dort? Mit Arcani und mit Pfanne. Der ist nach oben können raus, Arcani, keine Ahnung. Können die das bestimmen? Okay, auf jeden Fall, der hat mit mir sogar noch gequatscht. Pfanne, Arcani, könnt ihr das bestätigen? Kann ich bestätigen. Pfanne. Pfanne. Pfannkuchen! Ja, hallo, Pfannkuchen. Pfanne, hörst du Steve? Dankeschön, Essen. Sehr schön. Sprich so, zu uns. So. Dennis, wo bist du? Nein, wir hören dich nicht. Wo bist du, Dennis? Ich habe leider nur das Endwort verstanden. Weapons steht neben mir. Wo kommst du? Wo kamst du? Ich sag denen definitiv dann Bescheid. Wenn ich jetzt Bescheid sage, haben sie eventuell die Vermutung, dass ich mit ihr Killer zusammen war. Deswegen lieber später sagen. Ich bin jetzt gerade in O2, da haben mich auch ein paar Leute gesehen, wie gesagt. Bist du immer noch in O2, Kevin? Da unten bei den Wasserrädern. Erst mal da rum. Ja, Leiche liegt offen. Im Gang. Jetzt hören wir dich. Nein. Ah, okay, super. Nee, dich hört man nicht. Sind für den Kill Mel Kevin auf jeden Fall raus. Die konnten das zeitlich. Ich kann nur sagen, Dennis kam nicht von Comms. Ich war, bevor ich in Weapons drin war, in Comms und er ist vor mir in Weapons drin gewesen und der war vorher nicht in Comms. Was meinst du mit der Chat ist mega leise? Hier oben das? Kann ich lauter machen? Standst du am Download? Ja, doch am Download. Außer Saffron. Sprachchat, ach so. Als ich rausgelaufen ist, war da noch keine Leiche. Ja, manche sind echt leise. Muss ich echt mal anpassen. 100. Dennis ist zum Beispiel auf volle Pulle. Steve ist 100. Mel ist 100. Saffron ist 100. Anne 100. Kevin 100. Sind alle auf 100%. Also es ist echt schräg. Der Pfanne ist leiser tatsächlich, ne? Den mach ich auch lauter. Hatte ich auch die Vermutung. So. Wir haben Security Guard drinne. Okay. Das eine Dreiergespann ist aufgelöst. Ist auch gut. Steve, was hast denn du vor Comms gemacht? Davor kam ich von Lab. Ich bestätige. Storage gelaufen. Dann ich hab mich gerade selbst umgebracht. Aha. Wo hast du mich denn gesehen? Wenn Svenja das bestätigen kann. Recht. Kann Svenja bestätigen? Kann Implemon bestätigen? Nee, ich mach's Licht aus, will gerade alle Türen zu machen. Bab tot. Xefron ist relativ frisch und der liegt vor Otto. Ich hab mit ihm immer im Otto, bin hoch zu Camps gelaufen, hab in die Camps geguckt und dann hab ich gesehen, dass Xefron auf Otto Camps liegt. Und hab dann geguckt, wer da noch alles da ist. Hab aber dann noch Steve aus Comms rauslaufen sehen. Könnt ihr Bescheid sagen, dass Wally gerade das Spiel neu startet? Ja. Gut. Ich bin mal kurz eine rauchen. Ja, ich bin kurz eine rauchen. Ja,
einzigen beiden, die jetzt auch noch gesusst werden könnten, sind Mel und Dennis, weil die noch nicht gesichtet worden sind. Außer ihr könnt Dennis rausnehmen oder Mel, wenn ihr die gesehen habt. Mel war gerade vor. Also warte mal, ich kann dir gleich sagen, wo ich bin. Ich bin unten in Specimen gewesen, da ist mir, warte mal, wie geht der? Doch, Knochen ist so mir entgegen. Ja, auch so. Und jetzt bin ich so rum. Oben. Ich lasse euch den Stream an. Kein Pausenbildschirm, kurze Raucherpause, bis gleich. Mit den Stromdingern und jetzt wollte ich gerade nach oben Richtung diesem Ding, wo man so auf den Knopf drauf drücken muss, damit diese Reagenzlaser da rauskommt. Ihr wisst, was ich meine. Was hast du vor Specimen gemacht? Also, du bist ja nicht die ganze Zeit in Specimen drin, ne? Nö. Auch eine schnelle Raucherpause. Ich habe meine Task gemacht, die ich ja schon vorher machen wollte. Dann bin ich runter in Admin, dann bin ich über Admin runter in Specimen, habe dort meine beiden Tasks gemacht mit diesem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Und Dennis, was hast du gemacht? Kurz in Weapons, dann habe ich Pylone zwischen Storage und Electrical, steht Lab. Das müssen wir eigentlich rausnehmen, warum sie es nicht macht, keine Ahnung. Ja, weil der Kill ein bisschen vorher schon gefallen ist. Man könnte rein theoretisch wenden, aber eigentlich, ja. Wie gesagt, ja, ganz safe kann ich zu dem Zeitpunkt nur Pfanne und Svenja rausnehmen. Obwohl, wie gesagt, Svenja glaube ich sowieso, dass sie Asomis ist. Zum Kill 15 Sekunden alt sein, wenn du ihn schon, keine Ahnung, 6, 7 Sekunden gesehen hast, Dennis. Also, dann kann er es nicht gemacht haben. Der war echt frisch, der Kill. Naja, so frisch war der jetzt nicht. Ja, also schon frisch, aber nicht. Das heißt, wenn du ihn die 6-7 Sekunden schon gesehen hast, dann schafft er das zeitlich nicht, den Kill da gemacht zu haben. Ernsthaft! Ist jetzt rausgegast worden. Ich hätte das auch nie im Leben. Ich habe erst 3 Leute, wo die alle nacheinander gestorben sind. Und dann habe ich es bei Pfanne gesehen, im Lab oben. Ach, scheiße. Sorry, Sven, ja. Ja, natürlich, Mina, habe ich. Die könnten Lava gewesen sein. Wisst ihr, was mir auffällt? Ich weiß es nicht. Wenn ich ein böser Mini bin, dann werde ich hier in diesem Meeting getötet. Wenn ich ein guter Mini bin, dann werde ich von jemand anderem getötet. Jedes Mal. Knochen ist 2 Sekunden alt. Ja, den habe ich gerade gesehen. Ja, nicht Mel. Das ist richtig. Ich frage mal, wo Fando ist. Ich bin in O2 an der Türe Richtung Electrical unten. Kann das jemand bestätigen? Ja. Leider nicht, weil bei mir hat nämlich gerade ein bisschen mein Spiel rumgebracht. Kevin sagt ja, Pfanne sagt nein. Das ist gar nicht gesehen. Pfanne, ich habe Pfanne über Camps gesehen. Okay. Wie O2 reingelaufen. Ich bin gerade näher, der stand unten an der Mülltask. Hier ist bei mir irgendwie verbuggt, keine Ahnung. Und Dennis bin ich gerade gecrossed, wie ich aus Electrical rausgelaufen bin. Der ist da reingekommen. Wenn der Kill recht frisch ist, kann er den quasi auch nicht gemacht haben. Ja, wie soll das denn? Jemand hat auf jeden Fall Mel getötet. Wie sinnvoll, wenn sie schon seit 2 Runden Steve und Jesse rausnehmen können. Gesagt hat, dass er Lava ausschließen kann bei Wally und. Na gut, dann hat aber jemand Mel getötet, weil wenn Knochen nicht getötet worden ist, dann hat jemand Mel getötet. Ja, außer Implorin hat, sagen wir mal, jetzt hier den Knochen getötet und Mel liegt irgendwo ganz anders. Ja, so doof wäre ich nicht, aber wie gesagt, wieso könnt ihr euch da zu dritt rausnehmen, wenn der vor 2 Sekunden passiert ist? Das kann nicht sein.
Also ja, ich habe noch eben noch gesehen, Sekunden ich bin noch in Auto gewesen und wenn gar da keine Leiche liegt, dann ist ich war weiß doch nicht, ob da eine Leiche liegt. Kevin, ich war vor 2 Sekunden an Lifeline und da ist Knochen gestorben. Knochen ist 2 Sekunden alt und Knochen war der einzige tot. Ja, also ich sag mal so, es sind dann keine Lobber. So, Mel ist auf jeden Fall ein bisschen später gefallen. Keine Ahnung, wir haben das Report, glaube ich mal. Dann muss in Auto noch einer liegen, dann muss Pfanne noch reingestochen haben. Ich werde zwar sagen nein, aber ob die E-Mail das glaubt oder nicht, das ist eure Sache. Ich probiere mal was. Nein, probier das nicht. Ja, danke, dass wir wegen dir hat Steve auf mich geschossen, ne? Sorry. Die Asen des Weizens waren da. Ja, vor allem, ich hätte es eh nicht geschafft. Ich hatte nur 3 Leute. Und echt? jedes Mal, wenn ich jemanden hatte, ich hatte Walli, ist gestorben. Ich hatte Einhorn, ist gestorben und solche Sachen. Oh je. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich wusste, du hast mich, du hast Pfanne oben am Lab gemacht, da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ich als Walter, immer zur Leiche in die Hand, kurz vor der Leiche. Also, dass Dennis ein Killer war, war mir so klar. Vor allem, dass der die ganze Zeit irgendwie rausgenommen wird von Kevin. Und da dachte ich mir so, scheiße, Alter, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Dass ich ein ja, Mini genau. war, der gut Deswegen war, hat Kevin war auch nur einmal rausgenommen. Aber dass du immer in der Killnähe warst, Dennis, macht dich auch noch größeres Hass eigentlich. Ich war ein einziges Mal in der Killnähe, was laberst du? Nein, du warst fast bei 3 Kills in der Nähe, Dennis. Du warst bei 3 Kills ja. in der Nähe. Ich war einmal gesagt, hab, wo ich war. Startet kurz das Game neu. Ja. Hm. Ich hatte ja. Jesse eben geschrieben. Tschüss, Pfanne. Oh, Annette mit dir. Da habe ich mir eine eigene Todeszone gebaut. Dennis, ich hab's wirklich versucht, Dennis zu finden. Ich wollte ausprobieren, ob Dennis böse ist und wollte ihn erschießen. Und dann killt er mich als erstes, mich weil wieder? Ich nicht erkannt ja. habe. Ja. Ja. Ich erklär's mal ganz kurz. Im Dropship habe ich eigentlich Akani, der neben mir stand, gewarlockt. Okay. Als ich mit Svenja dann in Weapons war, oder bei den Gasflaschen war das, bei den genau. Gasflaschen, habe ich dann auf Kill gedrückt. Ich habe sie anscheinend gewarlockt, obwohl sie gar nicht mehr im Dropship war. Oh. Jetzt sag mir bitte, dass ich 2 Runden hintereinander so ein verbuggtes Game habe, dass es normal sein kann. Oh ich habe mich schon gewundert, warum stirbst du da auf einmal neben mir? Ja, ich mache schön Black Lady weg, denk mir, geil, schöner Kill, den findet gerade keiner. Blick sehen sollen. Du hättest meinen Blick sehen sollen. Mein Blick war auch wie Walli jetzt tot. Ich habe in seinen Stream reingeschrieben, sorry. Ich war so sauer und bei Discord habe ich nur noch rumgebrüllt, den Caps Lock geschrieben. Das Alter, ich war richtig sauer gerade. Aber ich hoffe, dass jetzt die kommende Runde besser wird und dass ich mich vielleicht nicht selber umbringe an einen nicht geköpften Teilnehmer. Oh Mann. Mein Plan war es dann eigentlich ein bisschen abzuwarten, die Schakale ein paar Kills machen zu lassen. Ja, sie haben Kills gemacht. Leider haben sie mich auch erwischt. Weil ich war auch ein bisschen verwirrt. Ich stell mich da hin und auf einmal fällst du um. Ich denk mir so, okay, Lover. Dachte ich auch! Ja. Das war mein Gedanke. Ich schieße, so, kann es nicht sein, weil ich Asonist war. Hab's trotzdem erwähnt und so. Und ich denk mir, okay. Vor allem, Hat Dennis Xaphon getötet gehabt? Ja, ich hatte ihn noch gesehen, wollte noch weglaufen, hat aber ging nicht. Nee, der Kill war nicht mehr auf Cam zu sehen. Das war eine reine Lügenstory, die du da erzählt hast. Zwischen Office und Comms hast du mich doch gesehen. Tatsächlich nicht, ich habe nur auf die O2-Cam geschaut und bin dann mehr oder weniger direkt wieder losgelaufen. Hast du aber Glück gehabt, Dennis. Er killt mich und 2 Sekunden später reportet er gefühlt. Ich bin Kevin gewesen. Ich war nur sehr erstaunt, dass du mich da so schnell zum Sidekick gemacht hast. Normalerweise wartest du immer, bis ich dich sasse und dann machst du mich zum Sidekick. Ich wollte gerade sagen, normalerweise... Wenn du sasst, dann bist du Runde auf einmal, ja nee, der kann es nicht gewesen sein und so, und dann ist auch Sidekick. Eigentlich dachte ich ja, dass Xaphon Swapper ist, deswegen wollte ich ihn raus haben. Nee, ich wollte ihm das zeigen, weil er hat mir das Schild gegeben. Fängt an zu saugen. Was ist jetzt? Ich wusste, dass einer von euch beiden... Oh, der Staubsauger. Na, ist da nicht okay, immer. Klimaanlage. Okay, ah, okay. Dann würde ich mich einfach... Oder einfach push-to-talk. Endlich ist er Ruhe.
Das Piepen. Geil. Also bei mir ist angenehm kühl. Hatten wir jetzt noch, dass Fanny seinen PC neu gestartet hat, oder? Ja, wir haben ja immer noch ein bisschen Zeit, oder nicht? Ich habe 28 Grad in meinem Zimmer, das ist mir ein bisschen zu viel für die Nacht. Bruh. Was ich mal ganz kurz an für eine Stunde oder in so. In welcher Ecke Deutschlands wohnst du, dass ich ungefähr einen Draht habe, welche Klimawerte überall herrschen? Hessen, Nähe Frankfurt. Also, in Südniedersachsen sind es in meinem Zimmer 26,8 Grad. Ich wohne also im Nordniedersachsen und meine Alexa sagt, das sind 16 Grad, hat es heute früh gesagt. Meine Handy-App sagt, das sind 19 Grad. Ich saß ab und an draußen, es war angenehm warm in der Sonne, da war die Sonne weg, es hat angefangen zu nieseln. Dachte ich mir, ich sterbe, weil ich halt echt dünn angezogen bin. Und jetzt sitze ich halt hier wieder mit 19 Grad. Mit Wärmedecke sitze ich jetzt hier gerade, um meinen Nacken wieder locker zu kriegen, weil der komplett versteift ist durch den Zugwind. Also ich habe aktuell in meinem Zimmer fast 30 Grad. Satan. Ich bin in der Einzimmerwohnung, muss man auch sagen, Dachwohnung und ja. Leider habe ich ein Klimagerät, was für Industrie geeignet ist, von meinem Vater. Und das mir zu viel Strom nimmt, wenn ich das dauerhaft laufen lasse. Nein. Bei uns ist es so circa knapp unter dem Schmelzpunkt, wie ich mich anfühle. Wo genau wohnst du? Sieht also so aus, wie du dich fühlst. Rot. Zwischen Köln und Frankfurt, genau. Nicer Scheiß. Oh, Jesse? Ja? Pfannkuchen eigentlich. Ich hab heute, weil ich hatte eigentlich zu deinem Geburtstag, hatte ich eigentlich ein YouTube-Video und bestimmt das gesucht und ich hab's nicht gefunden. Heute hab ich's gefunden. Darf ich sie noch schicken? Natürlich. Yes! das ist nämlich das perfekte Video. Das war damals, als ich glaube ich 16 wurde oder sowas, habe ich das bekommen. Okay. Mal so ja. Böse. Lass meine Pflanze in Ruhe. Nicht dagegen pinkeln. Sei ein braves Hühnchen. Was? Oh, Hühnchen, okay. Ich dachte gerade. Okay, dann suche ich mir einen anderen Busch. Hühnchen. So, ich habe mir ein anderes Busch. Oh, verdammt. Das Hühnchen brav gewesen. Ja, ich suche mir einen anderen Busch, da ist ja noch was Grünes. Jetzt pinkelt da alles anders Grünes. Ja. Mal eine Zwischenfrage gerade. Ich glaube, das siehst du nicht überleben, Bruder. Welche Farbe sollte das Among Us Mädchen haben? Was? Was? Among Us Mädchen, was ich jetzt die Tage gezeigt habe. Ich bin verwirrt. Ich komme gerade nicht mit. Ach, diese kleine Figur. Häkelte. Türkis? Ja, Türkis. Irgendwas mit Türkis. Cyan. Nein, um genau zu gehen. Türkis. Die Farbe hier. Hatte 94 oder 92 ist es in der Farbtabelle. Ah, ist schon okay. Eins Pfanne! Startig, viel Spaß. Yo. Ich hole ihn noch gerade. Der muss erstmal mit der Crewlink verbinden. Die ist übrigens noch auf K. Kann ich immer noch machen. Ja. Jesse, hast du das Video bekommen? Ey, Crew, noch so eine Mills. Hast du die Discord geschickt? Ich gehe dann mal da. X-Rolle. Kevin, du bist gemutet übrigens, wenn du redest. Ja. Jetzt erstmal Svenja. Ja. Ich habe eine Mail gefunden. Svenja, sorry, aber das war der Bait. Yep. Sie kann nicht sein, die lag da schon. Nein. Die lag da schon.
Offizier hat gecallt, das ist Bait. Hey, statt an also der Leitline. Ich bin legit vor einer Sekunde, habe ich Mel noch lebend gesehen. Eine andere Frage, warum callen drei, vier Leute, dass sie Bait ist, dass sie es gecallt hat und sowas? Weil Mel gerade noch bei uns stand im Dropship und gesagt, viel Spaß damit, runtergegangen ist und der Report kommt. Ja, yeah, sie stand, sie lag an der Pylone unter Dropship zwischen Storage und Electrical. Aber keinen mehr gesehen, der da weggelaufen ist. Ich kann Akani rausnehmen, der ist in der Upper Decon, der Penati. Was ist doch größere Vision, du musst mich gesehen haben. Ja, war Einhorn auch zufälligerweise da, weil ich meine, ich hätte was Pinkes gesehen. In der Tür. Sie sagte, sie ist Lifeline. Ich bin auch Two, aber ich weiß trotzdem, okay, dass es der Bait war. Okay. Kann ja mal schießen, bevor wir jetzt hier Boden wild, ne? Ja. Wie gesagt, ich habe mir legit vor einer Sekunde noch gesehen. Okay. Sie lag da. Wie gesagt, ich kann es halt nicht hundertprozentig sagen, dass es Bait war, aber sie ist gerade, wie gesagt, hat sie das noch gesagt, ist runter und dann kam der Report. Das war schon. Ich habe sie vor einer Sekunde noch stehen sehen. Bei mir lag sie beziehungsweise viel gerade um halt. Ich habe da keinen gesehen. Vielleicht haben wir auch noch einen Vampir im Spiel. Aber dann würde Svenja ja warten und reporten. Naja, wenn da was umfällt, reporte ich schon. Also ist es nicht. Ich kann meistens nicht drüber nachdenken. Wenn es jetzt ein Vampir gewesen sein sollte, dann können es ja nur die Leute, wenn ich es richtig verstanden habe, im Dropship gewesen sein. Richtig? Ja. Wer war da? Und das kann nicht sein. Wer war denn da? Und wer noch? Kevin. Und Saffron. Saffron war auch noch in der Nähe. Ich habe sie gesehen, ja. Ich bin nämlich aus Storage raus zur linken Auffülltask. Und da habe ich sie an der Pylone stehen gesehen. Wally müsste mich auch noch gesehen haben. Die ist nämlich gerade über Storage Richtung Lab. Ich habe dich nicht gesehen, aber passt schon. Nicht gesehen? Vor ein paar Sekunden kann es hängen. Also direkt, als ich raus bin, warst du direkt über mir. Also. Nein. Weil die ist schon ein bisschen länger im Lab. Hab ich dann gesungen, Saffron? Hast nicht gesungen? Doch, ich hab gesungen. Ich sogar bezeugen, ich bin an ihr vorbeigelaufen, weil sie am Pylonstand gesungen hat. Ich hab es. Da doch vor 3 Sekunden. Nein. 3 Sekunden kann ich hinkommen. Beim ersten Mal, wo ich rausgelaufen bin? Das war dann beim ersten Mal. Da bin ich runter Richtung Weapons und da war es ziemlich lange. Dann braucht ihr ja, wenn ihr beginnt für den Dings. Oh, Svenja. Relativ frisch. Relativ, maximal 10 Sekunden. Ich weiß nicht, Dennis hat nach mir nochmal in der Lifeline geguckt. Vermutlich, weiß nicht, ob es. Als ich das erste Mal drauf geguckt habe, war noch nicht tot. Beim zweiten Mal war er tot. Wo ist er? Danke. liegt zwischen Office und Labor. Beim Stein irgendwo. Ich habe nur minimalen Report-Button gehabt. Wie lange braucht man vom Stein bis ins Lower Decon?
Lower Deacon, kommt drauf an. Ja, gleich nicht so irgendwie es ausmalen, ich bin das nicht, also. Nee, Steve kam raus. Damit ich dich weiß, damit ich weiß, ob ich dich rausnehmen kann. Mit Deacon oder ohne Deacon? Also mit der Zeit, wo du drin bist oder ohne Zeit, wo du drin bist. Wo du gerade reinläufst und schon im Schlauch bist. 10 bis 12 Sekunden. Mit dem Vent geht's ein bisschen schneller, würde ich sagen. Würde ich ja nicht sagen, weil du um die Ecke biegen musst. Also kann ich Steve mit der Rotation dafür rausnehmen. Okay. Ich wollte ihn nämlich damit bezwecken, dass ich ihn rausnehmen kann. Der in Specimen war, ist definitiv safe für den Kill. Das bin ich. Der vor 10 Sekunden in Specimen rein ist, unten beim Admin. Das warst du? Okay. da war aber noch einer in Specimen, würde ich auch also rausnehmen. Steve ist gerade, also müsste vor 10 Sekunden oder so oder 5 Sekunden reingelaufen sein. Ich war in Specimen drin und bin gerade raus. Oder wollte gerade rauslaufen, so rum. Ich bin, also meine, ich bin schon am Admin-Table. Ich kann auf jeden Fall sagen, Entschuldigung, dass ich bin jetzt gerade. Ich bin, ja, deswegen kann ich dich rausnehmen. Und meine Route rausnehmen. War nämlich so gewesen, dass ich eigentlich, also meine Route ist nicht eigentlich, aber meine Route war so, ich habe Meeting gestartet, habe ich meine Flasche aufgefüllt, habe die Kabels gemacht und war in Weapons, habe Metroiden geschossen und dann war ich in der Lower Deacon. Ich war nie irgendwie in der Nähe von Lab, unter Lab, ja, unter Office oder sowas. Hat doch keiner gesagt. Schluss mit Safran. Ich habe dich rausgenommen, Steve. Ich wollte nur sagen, was ich gemacht habe. Damit die Leute wissen, ah, okay, der war da. Jetzt aktuell stehe ich genau zwischen Weapons und Admin-Eingang. So zur Info. Ich nehme Ton. Und dann noch was anderes, wenn der Kill unter 10 Sekunden oder bis 10 Sekunden alt sein soll oder sowas, ich stehe mittlerweile schon oben an der Deacon bei Einhorn und was weiß ich bin. Und das sind schon 20, 30 Sekunden gefühlt schon vergangen. Also. Ja, Fanne war zum Schluss mit Safran unterwegs. Ich weiß nicht, ob er der Killer ist. War ich zwar nicht, aber okay. Davor. Jetzt bleiben wir bei Svenja. Mein Bier ist schon wieder leer. Svenja, jetzt bitte nicht weglaufen. Ne? Was dann? Vampir ist wieder leer? Soll doch auf dich schießen. Nee. Kann die nicht weg mitlaufen, das ist langweilig. Langweilig. Komm her, das Spiel. Oh! Hätte nicht warten können, bis ich die 10 gedrückt habe. Ne, ich wollte mal kurz was fragen. Du bist zum Glück am Anfang gemacht. Ich wollte jetzt mal kurz was fragen, und zwar, wo ihr alle seid. Einhorn in Specimen. O2. Ja, genau. Lady bin ich gerade aus O2 rausgelaufen. Ich habe neue Antwort. Wir können direkt Steve rausvoten. Wieso? Also ich bin nicht in O2 gewesen. Wieso mich rausvoten? Hä? Ich habe gleich auch eine Frage wegen Regelbruch. Wenn ich die Button callen meiner... darfst und fragen darfst, wo alle stehen. Natürlich. Er darf schon wissen, wo ich doch, darf ich doch. Wenn ich jetzt das richtig deute und er Snitch ist, darf er eigentlich erst den Button drücken, wenn er sicher nicht, wenn weiß, wer ist. Ein Dingens ist. Ja, wenn er so Black, ist, Black aber... Lady und ich sind gerade aus O2 raus und sind jetzt gerade also, an ich kann natürlich auch den Button drücken es tut mir leid, sagen, es war wo in welcher Richtung der Imposter und der Chakal sich befindet. Ja. Ich weiß zwar nicht, wer und oder was weiß ich, Chakal oder Imposter ist und ich habe auch niemand gecallt oder sowas in der Runde oder jemand anderes, keine Ahnung, wer der Imposter oder Chakal ist. Ich habe jetzt nur den Button gedrückt, wollte fragen, wo ihr seid und kann jetzt nur sagen, wo in welcher Richtung welche Leute Chakal, Zeitkick oder Imposter sind. So, ja, das ist kein Regelbruch. Ja. Vielleicht hilft es und wenn es nicht hilft, dann warte. Genau. Ja. In Regeln steht, warte.
Außerdem sollte die Snitch vor einem Meeting zumindest einen der Imposter-Jakale kennen, um einen unnötigen Button zu vermeiden. Zumindest. Das heißt aber nicht, er muss. Richtig, genau. Ja, also entweder wir kriegen jetzt einen raus, ansonsten... Also ich weiß auf jeden Fall, dass ein Imposter, zwei Imposter leben noch und ein Jakal. Mhm. Oder der Jakal hat noch keinen Sidekick gemacht. Und mich kannst du rausnehmen, weil ich neben dir stand. Also der Jakal ist auf jeden Fall unten links in O2-Richtung. Da stehe ich gerade. Das ist gerade vor Electrics und der andere Imposter ist oben rechts bei der Bohrer-Task. Er war noch oben bei Electrics und hat die Kabel-Task noch versucht zu machen. Ja. Das ist der letzte Call, den ich geben kann. Und ich muss revidieren, ich bin nicht mit Black Lady runtergelaufen, sondern mit Knochen. Mit mir, ja. Knochen, wenn ich jetzt Communications. Also ihr könnt mich auch rausworten, aber ich habe jetzt nur die Impfung gegeben, so, fertig, aus. Und Dennis, danke, dass du dich gleich instant gevotet hast. Also das heißt dann eigentlich, dass du vielleicht ein Böse bist oder sowas, oder? Oder worauf hinaus möchtest du jetzt, dass du mich instant votest? Ja, weil der Button einfach keinen Sinn macht an der Stelle. Wieso? Wo stehst du denn? Aber wir hatten mal bei dir. Wo stehst du denn? Egal, wo stehe ich. Wir hatten mal gesagt, dass wenn Snitch seine Task fertig hat, kein Button gedrückt wird. Ich weiß es gerade nicht, weil ich habe... Nicht, wenn sie weiß, nicht weiß... Ich habe gerade jemanden gesucht. Wenn sie weiß, wer mindestens einer ist. Ja. Dennis, wenn dir das lieber ist oder sowas, spreche es mit Kevin und dem Blauen ab oder sowas und schreib oder lass dich da reinschreiben, dass haben da wir kein jetzt Button keinen. Haben wir jetzt nichts rausgefunden? Na doch, Dennis, dauernd diskutiert werden muss, aber nichts Wichtiges. Das ist keiner geflogen, Glück gehabt. Bedenke, Steve, dass du jetzt nichts sagen darfst, wer ich der Killer weiß, ist, ja? Ich okay. Weiß. Gut. Kevin, okay, nicht schon wieder. Licht ausmachen ist unfair, Svenja. Verfolgt dich Kevin die ganze Zeit oder was? Svenja. Wo ist ich denn jetzt hin? Er kam aus der Richtung hier gerade und ist runtergelaufen. Wer? Ich suche Svenja die ganze Zeit. Lab Electrical Büro Lab. Hat Kevin sie endlich erwischt, ja? Ich wundere mich, dass tatsächlich Steve nicht. Lebt. Mir ist leider jemand zuvor gekommen. Der ist auch noch beim Lab jetzt oben. Ich kann jetzt nur sagen, dass sie die ganze Zeit gewendet ist. Das richtig okay. Gesehen habe. Ja, sie wollte mich wahrscheinlich auch gerade töten, weil sie wusste, dass ich in der D-Con bin. Und ich wollte auch rauskommen, aber. Es waren massig viele in Lab gewesen. Bin das Licht ausgegangen und nee. Dann hat jemand reingegangen. Vor Licht aus waren 5 Leute im Lab. Ja. Darf ich denn jetzt eigentlich callen, wer hier jetzt Imposter ist oder sowas? Darf ich jetzt callen? Okay, Dennis ist auf jeden Fall Imposter gewesen, ist immer noch Imposter. Svenja war vorher Imposter. Wow, jetzt, ach komm. Hättest du auch beim ersten Button vollkommen. Komm, votet mich raus. Und Dennis ist auf jeden Fall auch einer. Okay. Dennis hast jetzt dreimal gecallt. Wer ist jetzt der Jakal? Der Jakal müsste eigentlich, also ich habe Black Lady gesehen, die ist es nicht, Implorman ist es nicht, Einhorn ist es nicht, Kevin ist es nicht.
Valir, bin's auch nicht. Oder Akani, einer von euch drei. Dann Akani, weil nein! Vergiss es! Warte, stopp kurz. Auf Knochen, wo stehst du denn jetzt gerade? Mit Vali. Das ist korrekt, in Admin. In Admin? Hm? Admin-Table. Black Lady müsste auch wissen, dass ich gerade im Lab bin und ich weiß auch genau, wo die Leiche liegt. Nur so zur Info. Nicht sein, Akani ist Sheriff. Akani? Ah, okay. Dann ist Knochen der andere, Wally. Okay. Weil beide Killer befinden sich gerade unten im Admin-Bereich. Ist auch irgendwer übrigens gewendet von Lab nach. Kann man die Snitch-Regeln ordentlich machen? Ja, dann schreibst du auch ordentlich. Einfach Snitch ausstellen. Bist du jetzt beleidigt? Oder was ist los? Regeln gefühlt jede Woche ändern. Heißt es, man muss bis zum Meeting warten, wenn man seine Task fertig hat, dann muss da von den Button gesagt, drücken, aber dann darf nicht verraten, dann jetzt darf man es irgendwie doch verraten, wo sie stehen. Dass keinen Button drücken darf. Ach, ne. Darf halt hundertprozentig den Button drücken. Manchester wurde auch gemacht, weil Nicolo das mit dem Button vertrieben hat. Ich gebe zu, es ist missverständlich gewesen. Ich habe das zumindest in mindestens geändert, weil das tatsächlich so vereinbart war, dass man mindestens einen kennen sollte, bevor ein Button gedrückt wird. Ich kann da jetzt in der Hinsicht verstehen. Ist jetzt unlucky gelaufen. Jetzt musst du nur noch den Knochen finden. Der hinter dir ist. Ach, ja. Wenn ich hinter dir herlaufe. Ja, ne? Hilfe! Bleib stehen! Ich hab nichts getan! Bleib stehen oder komm zurück! Sofern einer bekannt ist. Darum ging's immer. Ich würde die ganze Zeit nichts immer. Ja, jetzt sagen wir zu wo die Pfeile hinzeigen. Das ist einfach dumm, diese Regel. Wenn wir den Scheiß nicht rausnehmen, dann haben wir die Probleme nicht mehr. Dachte ich mir, okay, es bringt nichts. Du findest nichts, Steve. Da habe ich Svenja gemacht und den nächsten Mal stirbt sie. Dann wundern sich die Leute, warum man mad wird. Konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber Dennis, wird also, jetzt der Sidekick angezeigt, dem Imposter, oder? Ab dem Moment, wenn ich neun Tasks habe, kannst du meinen Pfeil schon sehen. Ja, du siehst einen Task vor ihm. Genau, quasi. Und ich, wenn ich meine bin ich noch rot oder nicht? Kann ich dann auch euch sehen. Ja. Das ist beides. Also du siehst ihn eigentlich wie früher, angezeigt wird. Wie er dich. Okay, jetzt weil ich tot bin, beides, aber gerade als ich noch gelebt hast. Deswegen konnte ich das nicht so schnell machen. Hab ich nicht drauf geachtet. Die Karte swipen und danach habe ich meine Wassertask, die ich schon zu 99% aufgefüllt habe, habe ich dann beendet. So konnte ich halt sehr schnell auch den Button fallen. Ja. Weißt du, wie schwer es ist, dich zu finden, Svenja? Ich hab dich seit... Ich hab sie seit vier Runden gesucht! Vier Runden! Sie ist dauernd in Storage gewendet, immer plupp, plupp. Ja, das war jetzt in der Runde. Davor war ich die ganze Zeit unterm rechten Reaktor im Wind. Halt echt, ich wusste, dass du im Event sitzt, aber ich wusste nicht in welchem. So, wer fehlt noch vorne? Ja, vorne fehlt noch. Ah, kein Verlass auf Pfannkuchen. Brennt zu schnell an. Nee, es ist Essen. Ich bin unten. Yay. Die AFK werden nicht angetatscht. Und irgendwie ist es voll mies, dass jemand so heiß wie ich esse, weil dann kriege ich immer Hunger. Wie heißen die ersten? Knochen oder was? Nein, Pfannkuchen! Oh, Xaphon. So. Aber das ist doch Pfanne. Wirklich. Und an der Pfanne kann man nicht umkauen. Gemacht.
kann die auslecken oder so vielleicht, aber keine Ahnung. Oh no. Also mal einfach gucken hier. Wieso mich? Das ist so dumm. Du hättest wegwenden sollen, Freund. Hätte ich vielleicht noch auf den Morphling gedacht, okay, aber so? Was? Wer jetzt? Wer jetzt? Der nette Eismagier von nebenan. Hm. Möchten Sie sich zu diesem Fall äußern? Ja, Falle ist. Ich bin gerade eben so heiß gemacht worden. Alles klar. Bin ich jetzt blöd dafür? Eigentlich nur die Karte zu swipen. Ja, irgendwie hat das aber nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Ich muss ja sagen, Pfanne tut mir ja schon ein bisschen leid, ne? Ja, das ist ein bisschen funny. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich keine Gnaden mehr habe. Gar keinen. Ist ein bisschen. Bisschen schade, aber keine Ahnung. Ah! Das ich weiß, wer der Killer ist. Lass mich raten, Pfanne? Nein. Also ich weiß, wer der zweite Killer ist. Okay, schieß los. Ich stand in Camps. Möchte derjenige sich äußern? Mit der Blutspur. Hat seine Tage, hä? Bitte sagt mir, dass es die rote Blutspur war. Es war
war die rote Blutspur? Wer war's? Derjenige, der das Mikrofon hat. Wie ist es, so seine Regel zu haben? Das kann aber nicht sein. Das kann aber nicht sein, weil ich Knochen gerade reportet habe und nur Tool liegt. Also ich weiß nicht, was du mir in die Schuhe schieben willst. Aber Knochen ist auf jeden Fall gerade umgefallen. Und ich bin nicht blöd. Ja. Er ist auch gerade umgefallen. Bei mir und Jesse. Trotzdem Jesse. Hast du die Blutspur hinter dir hergezogen. Ich, Jesse. Ich. Was für eine Blutspur? Ich da bin war auch nicht da. Mal eine Blutspur. Das war Lava Kill. Was sagst du dazu? Der eine Blutspur. Ich weiß nicht, was Einhorn hier labert, aber. Keine Ahnung, aber zudem, ich hatte ich habe keine Blutspur gesehen. Zudem, ich weiß, dass eben die Camps an waren, aber jetzt gerade aktuell waren die nicht an. Oder wir haben oder ich hab was an den Augen. Drin. Die waren gerade an. Wo hast du das denn beobachtet, Einhorn? Wo? Oben, wenn man in Electrical reingeht, um das Licht zu fixen. Ja, dann ist da ein anderer Kill. Aber Knochen dann ist da unten. Die Blutspur. Und Knochen ist rot, das kann nicht sein. Also, das war nicht Knochen, der gerade reportet wurde. Das war es war auf jeden Fall eine rote Knochen wurde reportet. Wir hören dich. Ja. Ah, super. Sorry, ich hatte Headset-Probleme. Ja. Noch die zwei Taster gleichzeitig fertig machen müssen und hätte gewusst, wer die Killer sind. Nochmal Einhorn, es waren Kevins Blutspur. Also wenn ich Snitch bin, werde ich immer getötet, wenn ich kurz vor dem Fertigstellen meiner Taste bin. Hat Dennis diese hinter sich hergezogen? Nein, Dennis stand bei mir unten. Nein, das kann aber nicht sein. Ja, wenn dann ich jetzt haben wir einen Morph. Ja, wahrscheinlich. So wäre es dann, genau. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Einhorn sich da erfindet, aber gefühlt haben wir schon 6 auf mich gevotet, wo sie das ich glaube, wir gehen erstmal für den sicheren Weg und der Sheriff kann ja irgendwie auf Dennis oder so schießen, keine Ahnung. Der sichere Weg ist, Pfanne zu wählen. Warum votet denn keiner Pfanne? Ich war nicht weit oben, aber ja. Stimmt denn nicht mit euch? Jetzt noch 4 Killer bei 9 Leuten. Ihr seid doch alle auf Drogen oder so. Ich hab nicht zuhören können. Das überhaupt noch nicht. Nein, Pfanne, du tötest mich nicht. Mist. Du hast getötet, sagte er. Ja, das weiß ich. Aber er ist auch klar. Er hat die Blutspur hinter sich hergezogen, glaube ich dann. Er hat dann Kevin getötet, oder nicht? Tja. Mein Kollege ist schon raus, deswegen würde ich wissen, ob er Killer ist. Mein Kollege ist da schon weg. Er ist da schon weg. Ja. Bist du Killer? Sind wir jetzt alleine? Ist er kein Killer? Ja. Okay. Gut. Eigentlich wollte ich Wally finden. Ei, Jester ist tot. Ja, die liegt in der Elektrikel drin. Da weißt du das? Oh, keine Ahnung. Da weiß ich nicht, was ich habe und Jessie drin steht und sie mich irgendwas Unwichtiges wahrscheinlich fragen würde. Wirklich leider. was ich sagen wollte. Mit 5 Sekunden Delay, da höre ich nicht alles. Dass er auch seine Rolle nicht benutzte, liebe Pfanne, ne? Auf einmal so weg und hat nichts mitbekommen. Kannst die Sachen von den Leuten wegradieren. Svenja, wo bist du hintergekommen? Ich hab Pfanne. Killer, und jetzt bin ich voten. Der Pfanne liegt Electrical Eingang. Ja, man weiß doch, dass ich böse war. Das kann gut Sheriff gewesen sein. Jeder wusste, dass du böse warst. Ihr habt dich auch gerade wenden sehen, wie so ein Ding hat. Wer von den beiden ist jetzt Sheriff und wer ist Killer? Knochen liegt da auch. Herr Knochen war letztes Mal. Wally liegt da auch. Sorry, Wally liegt da auch. Gesagt, was Dennis hast sagte, Wally soll angeblich in O2 liegen. Nee, das stimmt nicht.
Endlich ist mein Keller geflogen. Wieso? Ja. Ja, ich weiß, habe ich direkt gesagt. Mach mich bitte nicht zum Sidekick, ich bin übelst scheiße, Mann. Was warst du denn für eine Rolle vorher? Ja, das kann ich dir nicht mal mehr sagen. Okay. Das ging so schnell, ich war an der Pilotentast, also an dieser Labyrinth-Task und habe schon gesehen, ich bin zum Sidekick und ja, habe die Task zu Ende gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich war. Wow. Ich mach nochmal schnell meine zwei Tasks. Alles klar, Mina. Klar. Ja, Pfanne ja, musste ich nur wegmachen, weil ich hatte Angst, dass ihr doch gegen mich spielt und auf einmal zwei Imposter den Schakal raus und gewinnen dann. Deswegen musste ich einen Imposter rausholen. In der ersten Überlebensrunde, nachdem ich noch überleben durfte, gar nicht getötet. Ich habe extra geskippt, weil ich will lieber, dass die Killer noch drin sind. Ich kill ja auch nicht so gerne. Auch geskippt, weil ich mir dachte so, try it und es hat funktioniert. Ja. Jetzt hat mir keiner gesagt, dass es eine neue Tasse zum Benden gibt. Sorry. Bei Dennis. Ich muss mir was zu trinken holen. Jetzt wieder 5 Minuten braucht zum Diskutieren, dann hau ich ihn eins aufs Maul. Ja, ich will auch rauchen. Und der Wolf kommt danach auch rein. Ich jetzt rauchen, warte. Ja, ich bin eigentlich saumüde, mir tut alles weh. Ich warte. Ob der rausgeholt ist, vor einzuschlafen. Also sinnvoll wäre es zu warten, weil die Runde jetzt gegen mich vorher ist. Dann kannst du noch in die Lobby kommen, dann können wir starten. Und dann wann ist jetzt was Falsches zu machen? Habe ich bekommen, Mina. Also. Ansonsten geh jetzt rauchen, Jessie, dann passt das. Nein, ich drück nochmal im Start. Keine Ahnung. Jessie und Dennis irgendwie so, keine Ahnung. Kannst du die Radartei packen, Jessie? Keine Ahnung, weil brauchst du vielleicht Windra oder so. Von meiner Meinung aus, ich bin ja grottenschlecht, was das betrifft, aber Xaphon ist von meiner Meinung aus. Ja, das müsste eigentlich klappen. Weiter zum Download steht da. Finde ich jetzt auch eher unwahrscheinlich. Ja, Downloaden kann ich nicht, aber du musst das dann auch einpacken. Ich bin wahrscheinlich quasi wie eine Art ZIP-Datei. Ich kann von irgendwo stehen. Ja, also ich downloade das jetzt nicht wegen Stream, aber ich denke, das wird funktionieren. Nein, ich meine, wo ist Meryl? Also wo kam Meryl her? So ein Notebook mir an deinem Geburtstag mal. Ja. Also an deiner Feier. Ja, das ist nicht klar, was du meinst. Wo kamst du her? Wir sind doch gerade an Admin gecrossed. Saffron, lauert jetzt so eine Scheiße. Wurde jetzt Dennis raus und dann ist gut. Ich will rauchen. Er ist wieder loster als lost, Alter. Vor allen Dingen Regenbogen hätte nicht geskippt, dann wäre. Hä, ich hab gar nicht geskippt. Ich hab von vornherein Dennis geputzt. Vor allem das Geilste ist einfach, ihr sagt es auch seit Runde 1, dass er Killer ist und Saffron kriegst nicht geschissen. Das ist Saffron. Der Typ regt mich so hart auf. Ja, weil wir nur einen Killer drin haben. Manchmal verstehen wir uns, wie man so lost sein kann. Übrigens, Jessie, er fährt doch früh morgens nach der Feier wieder nach Hause, ne? Und Nick jetzt so auch so, ja, das mach ich jetzt auch. Das heißt, Piccolo und ich sind komplett alleine. Das ist so Bullshit. Ich warte mal ab, wenn wir. Saffron will bis zum Ende da bleiben, bis 10 Uhr. Du glaubst doch nicht, dass der nochmal fährt dann. Safe nicht. Du kannst doch mal. Safe nicht. Was ist eigentlich mit Pommes? Habt ihr mit ihm geredet mal, Wally? Alter. Nee, noch gar nicht. Das Ding ist halt nur, ich muss jetzt halt schauen, dass wir noch. Weiß ich ja, wer kennt. Ich muss mal kriegen, dass wir vielleicht ein Doppelbettzimmer oder sowas nehmen, Piccolo und ich. Dass dann halt günstiger ist. Ja. Und wenn die Jungs halt meinen, ohne Schlaf nach Hause fahren zu müssen, die 6 Stunden bitte, aber ohne mich. Habt ihr denn noch einen Platz? Ich fahre lieber 3,5 Stunden Auto. Für die Hinfahrt habt ihr noch einen Platz im Auto? Hat ein Corsa, also Piccolo hat einen Corsa, ich weiß halt nicht, ob das jetzt ein Viersitzer ist oder ein Fünfsitzer, das weiß ich halt nicht. Das ist der VIP tot. Das war exakt. Die kleine Labertasche. Da sollte man nochmal Pico fragen, ob Pommes mitkommt. Hallo, Steve. Ich kann ihn ja auch einfach mal in Discord anschreiben, ne? Also zur Not wird es ein bisschen eng auf der Hinfahrt. Ja. Also in Corsa gehen auch 5 Leute hin.
Oder. Very cool. Ja, müssen wir mal fragen. Ist Piccolo gerade im Chat zufällig? Der ist auf jeden Fall im Discord on. Ich glaube, der hat Nachtschicht oder so, ne? Ja, kann sein. Oh. In einem Golf gefahren, da saß mit 10 drin. So. Also. Wieso hat er jetzt nicht reportet? Jetzt hat er noch gewonnen? Wow. Wie geht denn es? Mein Bauch ist rein. Ja, wieso reportest du mich nicht? Was? Es wurde von Anfang an gesagt, dass Svenja, es Dennis und Jesse die letzten Killer sind. Ja, bitte. Anfang an. Hallo, mein Mikrofon war defekt. Ich habe die Hälfte nicht mitbekommen. Was hat das mit dem Mikrofon zu tun? Ja, ich habe euch nicht gehört. Ich habe euch wieder das hatte sie aber auch geschrieben, dass ihr Headset kaputt war. Oder beziehungsweise nicht funktioniert hat. Wenn Jesse in 1 gegen 1 waren, das habt ihr versaut. Ich habe die Runden gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe zwar was gesprochen, aber ich habe mich selber nicht gehört. Aber selbst trotz dessen hätte jetzt eigentlich Dennis rausgeworden. Warum skippen zwei Leute? Drei. Das Dennis skippt okay, aber warum skippt Svenja und Xaphon, das verstehe ich. Asche auch. Ja, ich habe nicht richtig... Weil es vier Leute und ein Killer war. Es war trotzdem Dennis. Es gab immer noch die gehofft, dass es gar nicht so geringe hat, Wahrscheinlichkeit, dass Mel Killer ist. Ja, man hat mir halt nicht aber in, spätestens jetzt in dem Falle, wo gerade eben der Button war, Svenja rein ins Kommen rein, sieht die Leiche und rennt wieder raus. Ich habe deswegen für Dennis gespielt. Weil ich für Dennis gespielt habe, weil Fanny war am Anfang so. Lost? Ja. Da Jesse ziemlich am Anfang gesagt hatte, dass er seit Runde 1 alleine ist, war mir klar, dass Pfanne und Dennis dann zusammengehören. Ich würde starten. Fällt ihr denn jetzt alle zusammen? Ja. Ist jetzt Wolfi da? Ja. Wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen. Die Chefin ist kurz nach Rauchen. Nice. Für den, die sind interessiert. Bewegt mich aber noch nicht. Dürft mich nicht touchy-touchy machen. Fans aufs Maul. Was freust du dich denn? Total tolle Kaka. Es wird so lame. Yeah. Ganz ehrlich, ich sollte nie wieder schlaftrunken nach einem behinderten zweistündigen Wartezeitraum in Whitelist-Gespräch nach 10 Minuten Quatsch. Komm mal näher ran hier. Nach 10 Minuten Quatschi, nach 2 Stunden warten, mich dann auf diese Kackseite da anmelden. Ich bin jetzt auf einmal als Streamer eingetragen, bin. So, what the fuck? Geh mal weiter. Das. Zum Geburtstag viel Glück. Ohrwurm von Mates Video. Ja. Neu dabei und schon wird umgebracht. Von Dr. Oh nein, Wolf! Spaß nicht. Ich auch nicht. Das ist asozial. Der Wolfskill liegt knapp über Shield. Weißt und du, wie alt? Die letzte Person, keine Ahnung, die letzte Person, aber die mir da entgegengekommen ist, war direkt über dem Admin, sag ich über ist das Koms? Koms, Einhorn. Hm. Über die Leiche eigentlich fallen. Halt, Stopp, kann nicht sein. Ich war die ganze Zeit Electrical, dann wurde ich gemorpht. Ich kann Svenja und Akani rausnehmen. War definitiv kein Morphlings-Dings in der Nähe von. Dann wurde sag mal, ich Fanda hat das Wenden wieder nicht funktioniert. Ich frag nur so, weil du da so komisch in der Elektrikelle über dem Wind standest, als es Licht aus war und nicht gefixt hattest. Also immer bezeugend, dass Einhorn am Elektriker war. Als ich rein bin, war sie Elektriker. Na, ganz recht. Und jetzt Navigation. War schon so 5 bis 10 Sekunden. Ja. Also ich war eigentlich Elektriker, bin jetzt in warte mal bitte Black Lady kurz reden lassen. Was war jetzt?
Also, ich hatte in Electrical zwei Tasks, die habe ich gemacht, und als ich mit der zweiten fertig war, habe ich sie in Electrical nicht mehr gesehen. Es stand noch einer mit mir da, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Schön, Fahne. Nee, Fahne war es nicht. War nichts Blaues. Nee, das war ich. Auch Black Lady rausnehmen, so für den Kill. Ich war noch mit in Electrical. Ja, und jetzt also, stehe ich gerade oben Admin. Ich kann, wie gesagt, Svenja und Dennis rausnehmen. Dennis ist immer wenn ein Hund da drinnen war und dann nicht mehr drin war, warum sollst du nochmal reinrennen? Also, das macht keinen Sinn. Bali durften wir nicht Tachi-Tachi machen, weil sie sich die Zigarette gemacht hatte. Genau. Ja. Genau, noch ein bisschen länger Mel stand da auch noch und Dennis stand da noch. Angefangen. Dann habe ich noch angefangen, Doktorspiele zu singen. Black Lady, wie lange vor dir ist Killhorn aus Electrical raus? Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, ich war habe die zwei Tasks dann gemacht und habe zwischen den Tasks nicht gesehen, ob noch drin ist oder nicht. Vielleicht ist sie ein Killer, vielleicht ist sie Chester, aber ich kann euch zu 100% versichern, dass sie diesen Kill nicht gemacht hat. Okay, so als das Licht wieder angegangen ist, soweit ich es sagen konnte, ist Mel erst losgelaufen. Die ist, denke ich, auch raus von den Kill. Ja. Kann ich bestätigen. So, jetzt aber nochmal. Wieso müde ich mich da? Nochmal, machst du Biro Black? Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Wolfsbande. Viel Spaß im Stream. Ah, Hakani, was sollen wir noch machen? Wer kann die Karte nicht mehr? Oh Mann. Ja, die ist ja schon so alt, dass man quasi nie gespielt hat. Das stimmt. Aber gut, es ist ja nur eine Sache geändert worden, also mit dem Dings, mit dem Band. Ja. Und das ist halt dazugekommen. Aber. Na komm, ich krieg das hin. Jetzt haben wir's. Mal kurz ein paar Sachen kontrollieren. Moment, gut, da bin ich noch gemutet. Hier nicht. Aha. Ja, weiß ich. So, das ist. So. Da ist keiner. Ich hab schon ein paar. Kannst du Dr. Jesse ins Büro bitte einmal zur Untersuchung haben? Nein. Ich hab Angst vor Tierärzten. Danke für den Raid. Bitte! Ja, gut. Nein, ich bin gehandicapt. Oh, okay. Also,
Svenja, Akani, was war das? Einer von euch hat Wally getötet. Ich konnte leider nicht reporten, ich bin gehandcuffed. Ich wollte gucken, ob ich noch irgendjemanden finde. Zum Töten oder zum Reporten? Ne, die sind mir umgefallen tatsächlich. Ich wollte dann auch reporten. Akani wollte reporten. Ging nicht. Ist aber gehandcuffed. Ja. Warum hast du nicht reportet? Ich da schon losgelaufen bin, um zu gucken, ob ich da eventuell noch irgendwas sehe. Wie lange ist denn der jetzt schon alt? Ist der noch vor Lightout passiert? Oder? Vor Lightout. Ich habe extra noch ein paar Sekunden gewartet, damit ihr euch gegenseitig ausschießen könnt wegen Warlock. Kann es vielleicht ein paar Infos über die Camps geben? Vielleicht, vielleicht nicht. Bin nicht so sicher, ich wurde abgelenkt. Kevin, du bist doch gerade aus Admin noch. Ne, warte, du warst vorher schon raus. War denn das gerade, der zuletzt aus Admin rausgelaufen ist? Also, technisch würde ich sagen, es war. Noch der vor dir rausgelaufen ist und als ich aus der. Nein, wirklich jetzt gerade, weil ich bin ja nochmal rein, hab dann auf Admin geguckt und dann. Jemand ist gerade frisch raus. Dann bin ich gerade eben in Gang wieder, also ich brauch's auf jeden Fall in der letzten Sekunde, ne? Ne, ne, ich meine das, was ich jetzt noch gesehen hab, als ich schon an der Task stand. Gehört. Oh, Black Lady, wo bist du eigentlich hin? Gerade in Richtung O2, dürfte auch glaube ich noch in O2 stehen. Steve, Frage. Bist du gewendet oder sah das für mich einfach nur so aus? Ich kann nicht wenden. Ich kann nur laufen auf beiden. Okay. Ja, kleine Set-Info. Geh auch mit 50% an etwa Warlock mit. Ich würde tatsächlich behaupten, dass es kein Warlock war. Warum? Also 50% Warlock. Akani, du musst killen. Ja. Ich kann nicht killen. Ja doch, du kannst killen, ich weiß das. Wir müssen uns jetzt beeilen, Leute. Ich kann auch clean. Ich wollte also, die Leiche wegmachen und es ging nicht, weil ja, kaputt wurde. Wir laufen jetzt alle in einer Reihe und schnetzen jeden ab, der auf uns vorbeikommt. Hopp, hopp, Akani. So, ist weg, sie 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 ist weg. Plane wurde gekleint oder gefressen. Xafron liegt bei Security und zuletzt gesehen habe ich Imploverin und Akani. Oh, ich habe da einige mehr gesehen. Svenja war auch in der Nähe. Dann kläre mal auf. Kevin war auch da. Ist auch an mir vorbeigelaufen. Hm. Ich war nicht mein Security drin. Beide... Ah, gut. Wo hast du mich denn gesehen, bitte? In der dann Reaktor. Kam jetzt, also wenn du jetzt da nicht rauskommst oder sowas, da kam Akani aber straight da raus. Wenn also ich eigentlich bin, nur Arcane gekostet, dann müsstest du größere Wichen nehmen. Nein. That is not correct, Mr. Major.
Also Major bin ich nicht. Doch. Major ist er auf jeden Fall safe, ne? Da kann ich es ausschließen. Aber auf jeden Fall ist Akani straight da rausgekommen, wenn Jesse nicht den Kill gemacht hat. Akani habe ich gesehen, ich habe Svenja gesehen, ich habe Kevin gesehen. Wer ist vorher noch gecrossed? Jesse habe ich in der Richtung auch gesehen und gecrossed. Ich bin aber schon ewig da weg. Ja, aber ja, der Xathron-Kill du warst ganz ziemlich am Anfang. Der Xathron-Kill ist maximal 5 Sekunden alt. Also es kann nicht sein, dass alle den Kill nicht gemacht haben. Akani kam straight da raus. Ja. Irgendwie nichts. Ich kam straight raus, aber ich konnte nicht fressen. Ah, okay. Also Pfanne ist auf jeden Fall gefressen worden oder gecleant, also... Bei Pfanne lebte in dem Zeitpunkt auch noch. Ja, weiter. Vielleicht war es ein Sheriffschuss, keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, dass Svenja und Akani sind. Ich hab keine Ahnung. Nein. Jesse, ich weiß nur, dass unser Vier-Augen-Gespräch nicht so ganz Vier-Augen war. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Alles mitbekommen. Kannst du nicht mal Frauengespräche Frauengespräche sein lassen? Nee, kann er nicht. Das war Mr. Denise. Das waren Frauengespräche. Das waren Frauengespräche. Aber es ist okay, Denise. Es ist sehr interessant, dass ihr Upper Engine zu dritt runter zu Camps kam. Das war sehr merkwürdig und ausgerechnet da eine Leiche geklingt wurde. Wollte ich nur mal so anmerken, Akani. Ich kam nicht runter, ich kam hoch. Sag ich dazu nicht. Ich findet mich. Nö. Nein, du kamst runter. Hoch kamen nämlich ein paar andere Leute. Ich kam als erstes runter, ich bin aber später wieder hoch. Doch. Auch Xathron, Kevin und andere bestätigen. Nein, du kamst ich bin runtergekommen. Das ist ziemlich lange her, das kann Jesse bestätigen. Weil da ist sie nämlich gerade hoch. Echt? Auf einer bestimmten Map, Ben? Pfanne hat lecker geschmeckt. Ich weiß, wo war das nicht Button erst nach Sabotage oder sowas? Ich war jetzt vielleicht ein bisschen falsch, der Button. Wahrscheinlich muss ich dafür auch rausgeholt werden, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Ich war kurz auf dem Trip, dass wir einen Razor haben, aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass ich eher geschäftet wurde, als dass ich erased wurde. Aber während ich da dran gedacht habe, hatte ich den Button schon gedrückt. Und hätte Akani eigentlich als Eraser beschuldigt, aber ich glaube eher, dass es jetzt ein Shift war, deswegen ist es wahrscheinlich sinnlos, den Button gedrückt zu haben, also könnt ihr mich vielleicht rausholen an der Stelle. Ich habe auf Implabarin geschossen. Hier noch schnell Dings machen. Kevin. Ich wollte mich sogar selbst an der Stelle. Killhorn am Anfang, erste Runde. Mal einfach nur dumm, es tut mir leid. Dennis kann bestätigen, dass ich es nicht bin. Wisst ihr, wir müssten ja, wenn du es nicht warst, definitiv auch irgendwie noch einen Morphling drin haben. Worum ging es gerade? Ich habe nur gehört, Einhorn hat gesagt, sie hat auf Jesse geschossen. Dennis ist von der Leiche weggelaufen, von Imp-Loverin. Ich weiß aber nicht, ob er böse ist oder gut ist. Deswegen habe ich gesagt, ich habe auf Imp-Loverin geschossen. Ist er böse und versucht die anderen Leute zu verkaufen? Also ich muss an der Stelle jetzt bitte fliegen, ne? Wenn ich nicht fliege, dann
bleibe ich stehen am Button, weil ich habe missgebaut an der Stelle. Jo. So, ich sag mal so, letztes Meeting habe ich euch drei Killer genannt. Du bist selber Killer und versuchst sie gerade irgendwie... Hashtag Kevin hat missgebaut. Ja, und super, jetzt Tessin. Werde ich erst recht euch alle ausmerzen, das verspreche ich dir. Du bist die Killer und versuchst sie die Schuld auf andere zu schieben. Wenn ich unschuldiger Killer bin, dann wehre ich mich. Du bist hier kein unschuldiger Not Killer. Nur schießen. Er steckt deine Schläge auf Boden. Also, ich kann mal sagen, dass wir zwei Killer draußen haben. Also war Dennis Sheriff, oder? Nein. Er ist ich weiß auch es böse. Nicht. Also, ich kann das nicht sagen. Also, zwei Killer sind jetzt raus. Zwei Killer haben sich gerade gegenseitig erschossen. Lagen auch wieso? Direkt nebeneinander. Also, Kevin? Kevin wurde rausgevotet. Ja, der muss. Bist du noch, Svenja? Schläfst du schon? Bist du noch wach? Hallo? Ja, ich bin gerade. Jetzt kann man ja eigentlich noch Akani rausvoten, weil dann ist die Sache eigentlich geklärt. Also, dann sind alle Verdächtigen draußen, außer es gibt natürlich noch einen Killer drin. Was war denn sein, bin ganz ich ehrlich, ich war auch am Anfang der Runde verdächtig. Ganz am Anfang. Aber mittlerweile sollte allen klar sein, welche Rolle ich habe. Ja, das ist schon okay. Einhorn, spring jetzt nicht nur auf deine Rolle drauf, so dass du sagst jetzt, welche Rolle du hast. Ja, gut, wenn sie... Wir haben kein Evil Guesser mehr. Nein! Vielleicht bin ich auch ein Nice Guesser und mach jetzt einfach Sheriff auf Einhorn raus. Kein Problem. Kannst du gerne machen, ich werde eh rausgevotet. Ich habe mich selbst gevotet. Macht einfach. Ja, die Mail ist auch noch da. Die Mail ist nicht AFK. Also, die läuft hier irgendwo rum. Bitte. Ja, ich bin nicht AFK. Ich berate und ich mach dich spinnen. Knochen. Würdest du jetzt noch auf Akani warten? Ja. Danke! Hat Akani jetzt gewonnen? Oh je. Er war Chester, wetten. Easy Game, Alter. Das wollte ich wissen. 100 Pro, wenn er so dreckig lacht. Ja, nee. Ich hab's. Unlucky. Es tut mir leider keinen. Ich hab deinen Poster-Kollegen geklaut. Ja. Deswegen habe ich dir doch gesagt, wir müssen killen. Ich dachte, dass dein Sidekick oder so kaputt ist, als er schon tot ist. Deswegen. Vor allem, ich wickel am Anfang der Runde über Cafeteria die ganze Zeit. Svenja muss mich sehen. Ja. Sie kommt nicht hoch. Ich wollte ihr oben sagen, in der Außerreichweite, du kannst killen. Ich mach die Leichen weg. Da kommen sie auf der Map? Das hätte ich gehört. Ach, das kann man machen müssen. Nee, das hättest du nicht gehört, weil nur Wally im, wenn dann hättest nur Wally, mit. Ja, ist ja okay. Du warst ja, so weit okay, weg. Wow. Ja, ja. Einmal bitte alle den Chat lesen, damit ihr wisst, dass. Ja, Knochen und Jesse. Die beiden Wikinger, bitte. Knochen und Black Lady, sagen wir so. Bei mir steht das noch nicht mehr. Bei mir auch nicht. Die Wikinger. Jetzt steht da V. Also Knochen und Black Lady haben letzte Runde, ja. Einfach nein, Killhorn will uns alle umbringen, wir haben Schäden gewusst. Vielleicht kriegen wir es ausnahmsweise heute mal hin, sie nicht zu töten in der letzten Runde. No. Ja, wäre ganz nett. Ja.
Ja, ich krieg's hin. Ich auch. Obwohl. Auch? Oh. Also mit der Map habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich jetzt auch nicht, überhaupt nicht. Ich sag das jede Runde an, welche Map. Ich hab dir nicht zugehört. Du bist gar nicht hier. Wie hast du mit mir geredet? Oh mein Gott. Ich bin klein. Ich kann nicht, ich komm hier in den Kast. Scheiße. Oh mein Gott, I'm Lisa. Was bist denn? Ich will nur wissen, ob ich im Nachmeeting sterbe oder nicht. Nee, tust du nicht. Ja! Übrigens, jetzt darfst du das niemandem anders sagen. Ja, ja, ist okay. Echt jetzt? Also, ich sag keinem, dass ich spät bin. Ich hab hier gar keine. Normalerweise sagst du das halt jemand anderes. Ich glaub dir, ich vertraue dir ausnahmsweise. Ich weiß nicht warum. Weil ich eine gute Nudel bin. Mel ist noch nicht so lange tot. Bestätigst du, dass das Lava sind? Maximal 5 Sekunden. Das kann sehr gut sein, ja. Okay, weil es hätte mich jetzt gewundert, wenn Mel auf mich geschossen hätte. Warlock? Das glaube ich nämlich eher nicht, deswegen wird Pfanne getötet worden sein. Warlock könnte es auch sein. Du könntest auch gewarlockt sein. Kurze Frage, wo hat Mel nicht auf dich Mel geschossen? Mel ist in der Cafeteria. Wird es sogar von einem Zeitpunkt hin herkommen. Bist du in der Cafeteria? Hä? Wir stehen an den Croissants. Ja, wir stehen an den Croissants. Aber dich habe ich nicht gesehen, Xavon. Saffron ist klein, den übersieht man so leicht. Ja, aber du bist nicht oben gespawnt und stehst jetzt in der Cafeteria? Ja, ich bin oben, ich bin direkt hochgegangen. Du hast mich doch gesehen. Mach ich aber auch gerne, Saffron. Du bist doch oben gespawnt, Saffron. Du bist mir doch mit Akani so entgegengekommen. Da habe ich noch gesagt, oh, Xavon ist Mini. Dann stimmt, bin ich hoch ins, hat sie recht. Dingens, wo Svenja an der Lifeline stand. Da ist sie, bin da ist sie schon im Fahrstuhl hochgekommen. Nee, da war... Okay. Da kommst du direkt Ihr seid doch durch mich durchgelaufen. Das war am Anfang. Ich hatte einen bestimmten Grund. Ich bin falsch gespawnt. Das war doch direkt am Anfang. Deswegen bin ich direkt instant hoch. Saffron, ich verstehe deine Verwirrung. Ich bin genauso verwirrt. Na gut. Gut, Akani ist auf jeden Fall eine gute Nudel und Mel ist... tot. Die hat sich in der Zeit da hoch, oder nicht? Doch, ja, doch, doch. Ja, ist safe getötet worden. Ja, das schaut. Jake wurde Pfanne getötet. Wo ist er gespawnt? Weiß das einer? Nee. Ja, keine Ahnung. Glaube unten. Müsste unten gewesen Pfanne sein. Pfanne ist unten gespawnt. Jesse, wem bist du denn alles gecrossed? Gar keinem. Keiner, der in meiner Nähe war. Safe nicht. Das ist außer schon mal gelogen, du bist ja doch nicht durchgelaufen. Ja, ihr beide, genau. Sonst gar keinem. Wir können uns gegenseitig sonst rausnehmen. Keinem. Svenja habe ich an Lifeline gesehen, aber ich war nicht in Range, dass sie hätte irgendwas machen können. Okay. Du warst weit genug weg, genau. Ja. Okay. Gut. Ist unten gespawnt. Sheriff schließe ich tatsächlich aus. Warum sollte Mel auf Jesse schießen? Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Bin ich der Meinung, ich war auch zu weit weg. Dann bleibt eigentlich nur... Deswegen gehe ich von Lava aus. Ja. Ich habe extra gewartet. Außerdem wäre Jesse dann gestorben. Das ist ja dann doof. Ja, genau. Das wär's gewesen. Oder Jesse hat tatsächlich jetzt selbst Report gemacht. Das bleibt ja auch noch die Möglichkeit. Nein, ich habe auch extra 5 Sekunden gewartet. Ich sag's ja nur. Das ist möglich. Aus unserer Sicht natürlich nur Jesse. Ja, aber die ist halt keine 5 Sekunden alt. Hat sie auch gesehen. Oh. Okay. Ups. Da oben raus. Nein, verdammt, unten. Falsch gegessen.
Muss mal kurz was nachgucken. Okay. Wer ist denn so alles unten? Schön, Dennis, habe ich gerade gesehen. Ich bin auf Victor und Rindicon gewesen. War unten. Ich glaube, Kevin war unten. Oder war es Dennis? Ich weiß nicht, einer von beiden. Steve war auf jeden Fall unten. Unten. Liegt auf jeden Fall vor Observatorium. Okay, wer ist denn gerade im Observatorium raus? Ich bin gerade rein, hab geguckt, ob mein Wal da ist. Ist nicht da, dann habe ich sie reportet. Also die liegt da schon ein bisschen länger. Aber du weißt auch schon, wann dein Wal da ist, ja? Ich hab dann auch, bin dann auch auf die chlorreiche Idee zu gucken. Ach, guck mal, Mama, hier die Task-Dinger an. Dann habe ich gesehen, noch 27 Sekunden. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, reportest du jetzt einfach. 27 Sekunden willst du nicht warten. Jetzt ist er gerade da. Nee, bei mir ist er nicht sichtbar für 30 Sekunden. Also ich würde jetzt ganz schnell skippen, weil ich absolut keine Ahnung habe, ob mir meinen Wal abholen. Wal-O-Mat. Jetzt ist er nicht mehr sichtbar. Bei mir ist er noch sichtbar, Alter. Also in 13 Sekunden. Doch, Braun? Tasso eh nicht mehr. Der ist jetzt gleich sichtbar. Und zwar jetzt. Und jetzt schaffe ich es nicht mehr. Meiner ist das in 6 Sekunden sichtbar. Hat jeder einen anderen? Ja. Ja, jeder hat einen eigenen Timer. Okay. Nils, du kamst ja gerade von links. Ruskel ist in die Dekon rein. Wo war Kevin denn? Halt, stopp. Was erzählst du da gerade? Kurze Beantwortung der Frage Security. Ach, Dennis, du standst, als ich mit den. Du kamst von links zu den Rohren. Da war's Dennis, okay. Einen von beiden hatte ich gesehen gehabt. Einer von euch beiden. Ich war so, als ich losgelaufen bin, standst du da doch noch. Central? Ist gerade eben hingekommen, als ich losgelaufen bin. Ich stand hier oben Richtung Central. Bist du aber gerade erst hochgefahren, ne? Als ich losgelaufen bin, bist du unten noch rumgelaufen. Und warst in Richtung Filtration. Okay, das war jemand. Stimmt, Chelsea swappt mich gerne. Wie ist denn das? Wer jetzt tot ist. Akani? Ja. Schon länger. Ist egal. Okay. Worauf Killhorn anspielen will, ist egal. Ist kein Bait, nein. Lasst mich kurz überlegen.
Oben war ziemlich keiner zu dem Zeitpunkt. Wie sind die Vents miteinander verbunden? Siehe Discord. Kommt siehe... Drauf an, welche Vents du meinst. Ja, ich sehe da auch nie wirklich durch. In Among Us Hilfe reingehen, runter, also ja gut, und dann die Maps aus so, anklicken und dann siehst du quasi, wie die Vents verbunden sind. Die sind nur oben, oder wie? Nein, es gibt oben noch in Among Us Hilfen Channel sind was? Zwei Maps gepostet, was ja, oben und unten betrifft. Und dann kannst du die anklicken und dann siehst du, wie die Vents verknüpft sind. Was ist denn oben, was ist unten? Das ist oben. Das letzte Bild ist unten. Das letzte Bild ist oben und das erste Bild oben ist quasi das untere. Okay, dann kann ich tatsächlich, dann ist es scheißegal, wo die Punkte waren. Weil so wie die verbunden sind, kann es jeder gewesen sein. Liegt in Filtrations. Und zwar genau vor dem Aufzug. Dazu kann ich sagen, Knochen ist raus. Wer Mist raus ist, müsste Wolski, weil der stand über uns und hat so ein bisschen belauscht, der stand im Lager. Kevin, ist der gefallen, als du dran warst oder schon vorher? Er war schon tot, wie ich dran bin, aber seitdem ich dran war, waren 20 Sekunden vergangen. Okay. Kann ich da noch nicht mal reinzoomen, richtig? Knochen stand er so, dass ich ihn nicht sehen konnte, oder was? Ja, der stand so leicht im Dings und ich habe ihn auch bloß so leicht gesehen gehabt. Deswegen bin ich rechtzeitig hochgegangen. Es waren einer im Lager, zwei im Foyer, während wahrscheinlich der Kill gefallen ist. In dem Lager war auf jeden Fall Wolski gewesen dann. Gut, dann seid ihr drei definitiv raus für den Kill. Wir waren die beiden im Foyer, wir haben noch kurz was geklärt. Dann seid ihr raus für den Kill. Ich bin direkt von da, also von Anfang aus bin ich nochmal Ballast reingelaufen, hab die Task fertig gemacht. Und jetzt als Alarm anging in, wie heißt denn der Scheiß da? Du warst Ballast? Im Antriebsraum. Ganz am Anfang war ich schon Ballast. Dann bin ich von da aus an den Antriebsraum, habe da meine Klebetask gemacht, habe die gerade fertig gekriegt. Heute runter, stehe jetzt über dem zweiten Tür von der Deacon. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum Dennis gesagt hat, dass er nicht da war, obwohl er von drei Leuten gesehen wurde. Chester? Verstehe ich nicht. Darf ich jetzt meinen... Oh, 20 Sekunden habe ich noch. Dann warte ich kurz. Nee, passt nicht. Passt auch nicht. Einhorn war's. Ich dachte gerade. Ich will mal rauchen. Jo. Ich weiß vielleicht nicht. Oh, wo bist du denn? Ich bin unten bei Lexi. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Bist du nicht. Bin ich wohl? Oh, wo liegt denn die Leiche? Observatori und Einhorn ist gerade zwischen Cafeteria und das Meeting Room gewendet. Steve. Cafeteria, Meeting Room und Observatori sind sich übernommen. Mhm. Sie ist Cafeteria, Meeting Room gewendet hin und her. Was und Observatori liegt die Leiche.
Wo wir von uns das erste Mal in diesen Engine Room gegangen sind. Du wegen deiner komischen Drehtaste und ich wegen meinem Download. Kam doch Killhorn aus dem Richtung Wend. Da habe ich nicht aufgepasst. Der einzige, den ich da gesehen habe, war du und Wolfske. Wie gesagt, jetzt war es Einhorn. Ach, man ist ja auch tot. Das war Einhorn, die aus Richtung Wend kam. Unten bei Engine Room. Ersten Runde tot. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab Einhorn einfach umgebracht, damit ist Mel gestorben. Oh, du Armer. Da wurde dann Jesse getötet. Ja, Jesse habe ich noch mitgekriegt. Der kommt von oben, von Admin. Die Posten sind in den ersten zwei Runden raus. Aber da kam eigentlich, okay, gut, wusste ich nicht, hab ich nicht gesehen, weil ich ja links an der Seite war. Und den einzigen, den ich halt nur hergekommen gesehen habe, war eigentlich Wolfske. Aber Wolfske hat auch die komische Taste gemacht. Ist das noch jemand aus der ersten Runde? Ist Einhorn umgespawnt? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass jetzt Einhorn den Kill gemacht hat. Also Einhorn war jetzt gerade auch nicht beim Ballast oder sowas, hat nicht mitgefixt oder so. Okay, ich hab den Kill gemacht. Aber, was ich dazu sagen muss, liebe Imposter-Kollegen oder Schakal-Kollegen, der Kill-Button, der beißt nicht. Schakal oder Sidekick sein, weil die Imposter sind draußen, weil die nur noch Reaktor angeht. Trotzdem beißt der Kill-Button nicht. Du darfst halt die Imposter nicht wie einfach direkt als erstes töten. Die Imposter werden raus sein. Echt, sind die Imposter schon raus? Ja, Justin ist ein Imposter, ich bin in der ersten Runde. Aber was ist denn mit mir direkt in der ersten Runde raus? Es tut mir leid, Mel. Kills alleine gemacht. Das ist Einhorn schuld. Ich weiß auch nicht, wer von den Imposter war. Vielleicht hast du auch Imposter mit erwischt oder sowas. Kann sein, keine Ahnung. Die Imposter sind safe raus wegen dem Reaktor. Ich hat er echt keinen Sidekick gemacht? Ach doch, einen Sidekick hat sie gemacht. Ich hab dich extra nicht getötet, Mann. Nee. Ah! Ich hätte auch noch gefunden. Oh! Ich bin auch tot. Da sind doch noch zwei Killer. Nur nicht ein Imposter drauf. Postnash. Eine Killer haut jetzt rein. Mindestens zwei Killer. Warte. Mindestens, nee. Wo bist du gerade? Gerade unten im Ballast. Wie, wo bist du? Wollte mich gerade zu Ballast teleportieren, was da? Okay. Wo liegt denn die Leiche? Die Leiche liegt im Observatory. Und ich wollte Wolfske gerade fragen. Ich wollte Wolfske gerade fragen, warum er aus Richtung Leiche kommt. Komm, ich bin. Warte.
Foyer direkt hoch zur Arztpraxis gegangen. Nee, das ist Bullshit. Ja, Josie? Weiß, dass ich dich auf beiden Wegen gesehen habe. Mein T-Shirt kommt morgen an. Ja, Fannes Kappe, glaube ich auch. Also denkt dran, Fotos schicken, Leute. Hallo, du siehst das live am Samstag. Ja, aber ich brauche doch auch für Insta. Nee, nee. Hast du vorab schon mal ein Foto? Ja. Das ist wahrscheinlich der Erste, der das bestellt hat. Nein, da machen wir sowieso ganz viele Fotos. Da kommt ein Video von. Ja. Ich schicke dir die Cap vorab schon mal Fotos. Ja, ja. Das ist dann jetzt irgendwie der frische Kill. Kevin ist schon älter, ich weiß nicht wie alt. Ich bin gespannt, Svenja. Gespannt. Bei deinem Lifeline, da ist Svenja gestorben, Knochen kamen just in dem Augenblick rein, ich bin losgelaufen, Wolfskill kommt mir von links entgegen. Wie ist das eigentlich so? Sind eigentlich gerade die Krümmels alle AFK oder machen die keine Pass, wenn die jetzt tot sind, oder machen die dann auch Task, wenn die tot sind? Vergiss es, Kevin, du musst fahren. Weil es wird sich ja meistens eigentlich nicht, also nicht beschwert, aber aufgeregt. Ist ja fast das gleiche. Ich muss sagen, ich habe auch noch einiges. Ich komme ja mit dem Scheißrekord das, nicht. Dass die Leute hier keine Tasks machen, wenn die Toast sind oder sowas. Letzte Runde waren wir auf Polus. Toast sind, ist gut. Polus? Oder war das Roboter? Welchen Map hatten wir jetzt gerade? Der Polus, oder? Kamschatz. Ja, da kann es aber an ihr gelangen. Da haben alle Geister auch noch ihre Tasks gemacht. Da waren aber schnell die Tasks fertig. Komm. Und jetzt? Sind alle AFK oder sowas? Das ist hier gerade unten dadurch geschuldet, dass wir unten gespawnt sind und immer wieder, jedes Mal, wenn du eine Aufgabe passt, fertig hast, es geht ja nicht an uns, Knochen, es geht ja nicht an uns Lebenden, es geht ja auch um die Toten, ne? Die Toten haben ja auch Task, nicht nur die Lebenden. Sag mal so, ich habe noch nicht mal die Hälfte durch. Aber Kevin, wir sind ja was früher da, wir können dann da schon mal drin. Ja, du kennst die Map aber auch besser. Aber ich sag mal so, Geister wären jetzt eigentlich alle schon fertig gefühlt, wenn sie jetzt sich auf die Task konzentriert haben, bis auf die Streamer gerichtet oder sowas. Die dann noch einen Chat haben nebenbei oder so. Aber Leute, die halt keinen Stream offen haben, die. Oh, sei ja. Oh, lol, es liegt Wolf. Geil. Runde vorbei? Oh. Nö. Tja, gönnen wir Jesse den oder nicht? Ich wusste es, dass sie es ist. Sie lebt viel zu lange. Ja. Sie lebt viel zu lange, ich wusste, dass sie es ist. So. Kommt mal runter. Gucken, ob es es schafft. Schöner Kill. So, jetzt kannst du dich bei Steve. Scheißportale sind das. Ich kann nicht gewinnen, jetzt kriegt Jesse den Sieg. So weg. Ich würde es Jesse gönnen. Aber ist egal, Xavon hat schon gefunden, scheiße. Schon, wieso kann ich nicht reporten? Was soll die Kacke? Chris. Das sieht schlecht aus für dich. Das sieht schlecht aus für dich, weil als ich ihn verlassen habe, war er noch am Leben.
Moment, ich bin nach oben gefahren. Und ihr seid ich? Richtung Central. Ich hab den Kill gesehen. Kannst du gar nicht. Man kann oben durch die Glasscheibe gucken. Nee, kann man nicht. Komm wohl. Von oben nach unten kannst du nicht gucken. Doch. Von unten nach oben. Von unten nach oben siehst du nur die Schatten. Von oben nach unten siehst du aber die Leute. Nein. Ich hätte schon mehrfach versucht und es geht nicht, weil es mich schon wenn mehrfach du spawnst, gesagt siehst du wurde. Die unten in der Zentrum siehst du die Leute. Ja. Wie gesagt, ich kann's nicht gewesen sein. Weißt du auch, dass ich gerade mit dem Fahrstuhl hochgefahren bin und mich Central gelaufen? Dann jietest du in los, Knochen, Steve rein ihr den See. Und Isaac? Nein. Der liegt genau an dem. Ich konnte gerade noch nicht reporten, weil wenn Licht komplett aus ist gerade, also wirklich, dass du gar keine Sicht hast, kannst du nicht reporten. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Aber ja. Kann's nicht sein. Bei mir wird nichts geschickt, wenn dann was. Wie, ja, für mich bist du es. Bei mir auch nicht. Als ich Steve verlassen habe, war er noch am Leben. Wenn ich, aber wenn ich nach oder oben fahre und du mit Steve unten oder im Smalltalk, das kann ich nicht aus deiner Sicht. Das ist auch nicht, nee. Das ja weiß, nicht. Ob du direkt wieder runtergefahren bist. Als ich Steve verlassen habe, ist er noch am Leben gewesen. Komm, Daniel. Komm, gönn ihr den Sieg. Gönn deinen Frauschen den Sieg. Ich weiß, du musst das so spielen, aber du kannst eh nicht gewinnen. Saffron, du vergisst, dass die beiden zusammen sind. Okay, Akani, das ist aber nicht das Spiel. Ich würde meine Frau nur abschlachten. Ich würde meinen Mann auch nur abschlachten. Jetzt bin ich auf deine Erklärung gespannt. Das war jetzt fucking das zweite Mal, seitdem ich Among Us spiele, dass ich gewinne. Das fucking zweite Mal. Und das jetzt rechts neben, links neben mir gesehen hätte, dieses heulende Gesicht, das er mal gewinnen möchte, einmal in ihrem Leben, konnte ich nicht anders. Es war so klar, ich wusste es. Ich dachte jetzt, wie viele Stunden ich spiele. Und du kannst Akani fragen und du kannst noch eine Frage. In 138 Stunden ist das jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich überhaupt gewinne. Einon hat die Imposter in den ersten zwei Runden. Immer hast du schon letztes Mal gewonnen, wo du mich in der letzten Runde zum Sidekick gemacht hast und wir beide gekillt haben. Ja, aber wenn du die ganze Zeit immer nur zwei Leute gleichzeitig triffst, funktioniert das ein bisschen schlecht. Ich konnte leider keinen Kill-Button drücken, weil hast du ja die Chance genommen. Aber wir verabscheuen uns jetzt. Ja. Macht's gut, gute Nacht, ihr zwei. Ich nehm's nicht übel, aber normal hätte ich mich auch wirklich dafür entschieden. Wir bitte auch nicht. Bis morgen. Morgen. Oh Gott. Ja, ich weiß, dass du es nicht sein hättest sein können, aber so wie das hier nehmt mir dann aus, bitte. Vor allem, ich hab's noch gesagt, Saffron, du vergisst eines, hab ich doch gesagt, die beiden sind zusammen. Next run? Ich gehe mal kurz eine rauchen. Also. Ja. Total hab ich aus, ich starte. Wir heiraten nächstes Jahr. Heiratet nächstes Jahr? Ich bin eingeladen. Was? Ich bin eingeladen. Wir beide heiraten nächstes Jahr. Bin ich mal eingeladen? Woher soll ich das Akani, wissen dann? Bist du auch eingeladen? Garantiert, auch wenn ich es noch nicht weiß. Bei wem sind wir eingeladen? Bei wem sind wir alle eingeladen? Der Jesse. Ich bin gleich übrigens AFK. Jesse, ich weiß, dass du noch im Stream bist. Nicht du, Jesse. Meine Jesse. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Ihr wisst schon, dass das jetzt eine Riesenparty wird, ne? Ihr habt die ganze Raven Crew. Wieso? Wer? Meiner. Oh. Ja, noch mehr 30er-Partys. Woo! Also, dann das Jahr danach können wir Dennis 30. feiern. Ach du Scheiße, das wird ja... Das wird ja. Gut, wenn das so weitergeht, können wir... wenn das so weitergeht, können wir in 5 Jahren meinen 40. feiern. Ach du Schande. Ach, dann feiern wir meinen 30. Yeah! So, ich bin kurz eine rauchen. In 2 Jahren kommt erst mal ein Jubel.
Okay. Also, ich habe gerade auf Wolfskill geschossen, weil Wolfskill vor mir in den Van springen wollte. Ich glaube, er war Walter oder so, der hat er ganz komisch gespielt. Ganz kurz, Saffron, wem bist du gecross? Du bist gewitcht. Ja, in ich bin gerade am Denken. muss gerade kurz, ich gehe gerade mal kurz durch, ob ich irgendjemanden nicht gecrossed habe. Also mich bist du auf jeden Fall nicht gecrossed. Ich glaube, Svenja, Jesse und Mel habe ich nicht ein einziges Mal die Runde gesehen. Als Lightorser bin ich durch Kevin durchgelaufen, Dennis, Steve an Lifeline, Killorn ist ja offensichtlich Sheriff. Und Arcani habe ich auch irgendwo mal in den Lab gesehen. Nein, da warst nur du da, Kevin. Wo ich da war. Bist du dann schon wieder weggegangen? Ja. Ja gut, ich stand schon. Ich habe die eine Task gemacht und bin dann Lifeline. Mit Svenja waren wir da. Ja, und da war ich davon da auch, meine ich. Nein. Da war Licht aus in dem Moment. Hä, nein, das Licht ist doch erst danach ausgegangen, da wo ich schon weg war. Da stand ich nicht mal in Lifeline, wo das Licht aus war. Kann es sein, dass Wolfskill die Witch war und Pfanne von den... Saffron, schieb mir das jetzt nicht in die Schuhe. Du weißt, was du mit mir gemacht hast, dass ich dich nicht gewitcht haben konnte. Ich schieb dir doch gar nichts in die Schuhe. Ich das hier lügen? Wartet, Steve schreibt gerade, könntet ihr mich bitte rausvoten, bin der letzte Killer. Na, dann war Steve an Lifeline. Oh, wow. Halt, stopp. Bevor ihr votet, Steve ist kein Killer. Weil? Steve kein Killer. Ich bin die Witch. Ich bin die Witch. Hallo. Kevin, wir hatten uns aber auch vorher gecrossed. Nein, bist du nicht. Doch, Dennis, bin ich. Wann denn? Nein, bei Lights Out. Die Witch und Kevin und Jesse ja, an Lifeline. Nicht an Lifeline, überm Stein. Ich hab am kein Stein. Problem damit. Da bin ich gerade runter und du hoch. Oder was auch, oder? Ich weiß nicht, ich muss ja wieder kurz im Gesicht gewesen. Das ist ein Zeitpunkt, wo sie behaupten, an Lifeline gewesen zu sein, sie nicht an Lifeline waren. Also wir können doch, jetzt Svenja war ja auch da. Nächste Runde ich war mit denen irgendwann an Lifeline, ja. Nicht, da war also, noch keiner tot. Korrekt. Warte, Steve ist kein Killer. Das war ein Loverkill. War kein Loverkill. Nein, das war auch kein Loverkill. Gott. Das war kein Loverkill. Nein, das war definitiv kein Loverkill. Das war kein Loverkill. Nicht Steve voten. Votet jemand anders. Genau, votet jemand anders. Hä, warum votet jemand anderes? Ich wollte gerade sagen, man kann auch skippen. Oha, aber du kriegst also Steve, nein, Steve ist definitiv kein Killer. Ich hab ja überhaupt nicht... Alter, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass mich jetzt auch wegswappt. Hä? Kann mir jemand erklären, warum ich jetzt 3 Votes hatte? Was ist das denn für ein Schwachsinn?
Das war ein Loverkill. Ja, ich kann es bezeugen, ich war in dem Moment, war ich am nicht Admin Table, Lifeline und habe gesehen, dass beide gleichzeitig tot waren. Also es sind beide gleichzeitig rot geworden, also es muss ein Loverkill gewesen sein. So, Kevin und Implerin, was wo wart ihr denn? Ich stehe am Button. Habt ihr Duo-Schnitzel gemacht? Will jetzt Jesse rausworten? Ja. Ja, aber warum? Seid ihr beides Killer oder was? Wenn du nicht am Button stehst. Ja, ich bin richtig. Natürlich stehe ich am Button. Am Button, weil die ganze Zeit wer? AFK ist. Ich hab keinen AFK gecallt. Nein, die ganze Zeit AFK. Nein, sie kann auch keinen AFK callen. Wir dürfen sie, wenn sie jetzt AFK gecallt hätte, ich nach dem zweiten Meeting. Hört ja, mir doch meine, mal zu. Ich stehe dennoch am Button. Alles gut. Dennis, ich meine ja nur, wenn sie jetzt AFK gecallt hätten wir sie auch töten können, zum Beispiel, wenn wir jetzt Killer wären. Ja, das hättet ihr machen können, ja. Nee. Aber ich verstehe die Logik immer noch nicht, warum ich. Das verstehe ich immer noch nicht. Und es kann mir anscheinend auch keiner sagen. Ich an Lifeline standen, Mensch. Als der Kill gefallen sind. Die Runde davor, wo ich 3 Votes bekommen habe. Danke fürs Ausreden. Ja, weil ich das wissen will, warum 3 Votes auf mir sind. Ja, Jesse, dann lass doch ausreden, dann kannst du warten. Ah, ich wollte dir gerade erklären, aber... Ja, das war aber für diese Runde will ich nicht hören. Ja, von letzter Runde, Ja, gibt keine Erklärung, genau wie diese Runde. Was ist mit Kevin? Eigentlich schon. Warum ich? Weil ich Jester bin und ich das gesehen habe. Mit meiner Vision. Was hast du gesehen? Dass ich am Button stehe? Nein, dass du gekillt hast. Ach ja, wahrscheinlich. Ah, egal. Ich wollte mich jetzt selber. Ich hab keine Lust drauf. Das ist so ein Bullshit. Yay. Ich hab keinen Kill gemacht. Wo der Double Kill passiert ist, konnte Kevin mich rausnehmen, weil er wahrscheinlich Seher ist. Er gesagt hat, es ist ein Double Kill. Ach so, also völliger Bullshit einfach. Ja. Ah. Weil ich neben ihm stand zu dem Zeitpunkt. Richtig. Ja, aber egal. Ich hab warte. Aber da haben wir diskutiert über einen Kill, der gar nicht relevant ist. Es ist ja auch egal, was für Infos noch. Nein. Okay. Lass es mich doch erklären, lass mich ausreden. Ja, dann red doch. Ich werde die ganze Zeit unterbrochen, weil ich aus meiner Sicht ihr beiden gelogen habe, dass ihr nicht an Lifeline standet. Zu den gesamten Zeitpunkt. Ja, wir standen an Lifeline und Svenja hat es bestätigt, wir standen an Lifeline. Moment mal, Wally ist weg. Das Problem jetzt, das muss bei Lightout passiert sein, wenn du mich gewetscht hast. Wally ist weg. Oh, schade. Kann Yay, hört sich nicht gut an. Oh mein Gott. Alter. Insane. Insanes Denken mit Spielen. Ich will schon wieder gegen die Mauer laufen. Ich hab ja gehört. Wow.
war kurz AFK, bin gerade wiedergekommen, hatte den Report-Button noch nicht, da war Lights Out, dann kam er auf einmal, also muss relativ frisch sein. Aber gesehen, wer es war oder so, habe ich nicht. Liegt Central oben. Wer ist mir gerade in der Aussage bestätigen? Wer ist mir gerade in der Decon entgegengekommen? Das war Dennis und noch irgendjemand, meine ich. Skill wurde gefressen. Ja, wurde er. Ich bin dir auch entgegengekommen. Ich kam von oben. Und dann machst du das. Dann würde ich euch beide tatsächlich rausnehmen, wenn das sehr frisch ist. Haben wir einen Nice Gasser? Mel Camouflage. Warum ich? Darf ich fragen, warum? Ja, wenn nicht, dann kann der Sheriff mal auf Mel schießen dann. Dürfte ich fragen, warum? Bis jetzt Mel, bin ich nämlich nur rumgelaufen. Kann ich leider nicht beantworten. Oh, das ist ja wunderbar, weil ich habe bisher nichts gemacht, bis auf rumlaufen und meine Tasks machen. Oder oben halt nachzuschauen, ob auf Lifeline jemand noch lebt. Oder dass jetzt jemand tot ist. Ich hätte jetzt eigentlich eine andere Antwort gehört von dir, so in etwa, so zum Beispiel wie, gess mal bitte Camouflage auf Mel und dann was? Okay, kannst du gerne tun, ist kein Problem, ich bin kein Camouflage oder sowas. Aber wenn du halt so drauf springst, dass du halt jetzt dich in der Hinsicht als Camouflage verteidigen sagt, möchtest oder sowas. Ja, wenn jemand, ja, warum soll ich mich verteidigen, wenn es sowieso keinen Sinn macht? Ich meine, ich bin nicht sus, ich habe nichts Böses gemacht. Ich habe Steve gesehen. Ja, wo stehst du jetzt gerade? Ich wollte gerade unten von der Lobby nach oben dann zu Communications. Ich bin oben auf der Ebene. Und mich haben Steve und Xav von unten in der Lobby gesehen. Nochmal, wo bist du? Unten in der Lobby. Unten in der Lobby. Hab ich habe sowohl Steve als auch Xafron haben mich da gesehen. Okay. Den habe ich nicht. Also, wenn du unten in der Lobby bist, dann bin ich das gerade. Ah, nee, warte strange. Mal, du warst in der Ding. Ich war nie da. Kevin steht oben AFK. Ich laufe runter zur Lobby, kreuze Svenja und du, dich. Ich fahre mit dem Fahrstuhl nach unten, bin jetzt untere Lobby bei meiner Kabeltask und dann kommt der Report von Kevin. Er ist von der AFK hergekommen und Svenja liegt neben ihm. Neben ihr. Hey, er war ein paar Sekunden vorher wieder da und der Kill liegt weiter oben, da wo ich herkam. Ja, aber Svenja kam ja, halt ich kam ja von Medical. Also nicht Svenja, und bin nach Admin. Halt also zuletzt. Deswegen. Oh! Okay. Implavon hat gerade vor meinen Augen Mel getötet, weil ich halt gesagt habe in der Runde davor, dass ich halt Mels hasse in der Hinsicht. Ich hab's halt nur gesehen und hab dann halt reportet. Kann er bestätigen jetzt, dass Implavon den Kill gemacht hat? Also den Sheriff-Schuss. Ich wollte gerade sagen, nenn es bitte nicht Kill. Ja, sie ist tot. Ich weiß ja nicht, ob man. Ja. Also, kannst ja nicht sagen, ja, ich habe die gestreichelt. Das ist ja nicht ganz. Ja, also irgendwas Böses war sie definitiv. Also, Svenja lag direkt an der Task da oben in dem Zentrum, wo man. Ja, ist kein Problem. Ich habe halt Mel mit Svenja zusammen. Task oben, wo man putzen Lobby kann. Quasi gesehen, wie sie nach oben zusammengelaufen sind, hintereinander, aber da war halt noch Licht aus. Man kann das ja nur durch den kleinen Pegel sehen. Man kann trotzdem sehen, wer an einen vorbeiläuft, so. Und wenn ich die beiden Farben zuletzt zusammen gesehen habe, dann muss einer von den beiden halt sein. Und wenn halt Svenja tot ist, dann ist Mel die andere Person halt der Killer. Aber wie kommst du auf Camo? Weil Camo zurzeit nur angegangen ist als einzige Rolle. Ich weiß auch nicht, was sonst noch. Gut.
Saffron, oder hast du eine andere Rolle von dem Costa oder sowas gesehen? Dann möchte ich es gerne wissen. Also, wenn du jetzt weißt, ob es Warlock gibt oder Vampir gibt, dann möchte ich es gerne sehen. Also. Twixter? Ja, alle drei Twixter-Boxen stehen unten Ballast. Ernsthaft jetzt? Das war ein Scherz. Oh mein Gott, Alter. Das wäre aber witzig. Von einer Twixter-Box zur nächsten, Boah, wenn ich nächstes Mal Twixter werde, mache ich das. Wolf Skill wurde doch entweder gefressen oder gecleant, richtig? Oder gefressen. Der wurde gefressen. Ja, gefressen. Lag so lange rum, der wurde gefressen. Haben wir eigentlich Schakal und Imposter drin? Nein, wir sind elf. Okay. Bei so einer Krone. Kommt drauf an, ob Svenja genauso ist wie ich und die Einstellung vergisst zu erzählen. Nein, Kevin, ich hab's gesehen. Schakal ist auch. Das hat sie doch schon gesagt. Wir hatten letzte Runde auch keinen Schakal. Also bei so einer großen Map 4 Killer zu haben mit 11 Spielern, das ist ein bisschen zu crazy. Ja. Ist ja gut für die Killer. Ist noch ein Killer drin, würde ich sagen. Yep. Der Killer tut mir irgendwie leid. Bei 8 Leuten. Also wenn der Killer. Ja, das Gefährliche ist halt jetzt der Walscher für denjenigen. Safran, das musst du mir jetzt erklären, wieso nicht noch ein Cleaner drin sein kann. Natürlich kann auch immer noch. Die Wahrscheinlichkeit auf Walscher ist viel höher. Okay. Einfach weil der Link so lange her ist. Ah. Ja. Was ist an? Atemmaske. Oh, Moment mal. Das ist doch ein Regelbruch, oder nicht? Hoch und zur Seite, ne? Ist das jetzt nicht ein Regelbruch eigentlich? Ja. Okay. Nein, ich weiß. Wir können das an der Stelle skippen. Nein, ich will noch eine schöne Abschlussrunde haben. Und nicht, weil mein Imposter direkt raus ist. Zudem sie wirklich nichts gemacht. Mann! Eine Chance! Ich bin rumgelaufen und hab nichts gemacht. Vielen Dank. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das war halt ein perfekter Zufall. Sorry, also. Wer hat mich so geredet? Ich weiß es gerade nicht mehr. Steve! Achso, Steve! Sorry, Kevin. Steve! Keine Chance als Vulture gehabt mit nur 2 Killer. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Sheriff reporten und mich danach mit Jesse duellieren. Aber sie wollte nicht.
Ich starte, ich glaube, das wird die letzte Runde. Ja. Mira. Ja, wäre schön, wenn es eine schöne Runde wäre. Mira. Fehlt doch jemand, oder nicht? Wer fehlt? Wir waren doch gerade noch 11. Ja, waren wir. Ja. Ist doch keiner gegangen, oder? Ist jemand gegangen? Wolf ist raus. Ja, Wolf ist irgendwann rausgegangen. Ah, Wolf ist raus, okay. Seht ihr das auch gerade, dass Killeinhorn hier gewendet ist? So hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter? Ich sehe da nichts, da wendet keiner. Ja, die ist ja auch gerade wieder weg, aber die war hier, die ist bestimmt 2-3 Mal nach oben und runter. Dann soll sie jetzt fixen. Leider hat es nicht gesehen. Nee. Okay. Ich glaube, da ist Dennis gestorben. Pfanne läuft uns entgegen, okay. Wie ist das eigentlich, wenn du raus wurdest? Gewinnen wir beide? Ja. Gut. Mit Communications könnte liegen. Nein. Dann liegt er doch irgendwo im Gang. Wie stirbt denn? Dass ich bin mega. Was heißt denn auffällig? Hier bei den Sensor kannst du sehen, dass Mel quasi weiter oben, die ist halt nie irgendwie gesichtet worden, aber dann hat sie nur im Norden den Sensor gepasst und dann im Süden quasi. Das war's. Ja, sonst aber Einhorn ist auch was Böses, kann ich euch sagen. Nee, Einhorn meldet ja auffällig. Oder was? Ja. Dann können wir schon einen rausworten oder nicht? VIP? Ja. Ein Pult. Was? Nee, Greenhouse war nix. Das Killerhorn. Beziehungsweise, Moment. Hä? Ja, vielen Dank. Das macht doch gar keinen Sinn. Wo ist denn? Con Lab. Hä? Killerhorn. Ich wurde auch gewitcht. Wir wurden Leute gewitcht und sind gegessen bzw. cleaned bestimmt. Ja, Glauber und Xafron, ihr habt das erste Wort. Ja, Killerhorn ist weiter. Ja, das Wer ist die Witch? Da habe ich gerade keine Ahnung von. Kann alle sein.
Mel? Fanne und oder Mel, einer von beiden. Ich bin Xaphron bis auf den Anfang nicht gecrossed. Und davor habe ich zu Xaphron ganz am Anfang gesagt, Killhorn ist die ganze Zeit hoch und runter und hoch und runter gewendet. Und was das zu bedeuten hat, da Xaphron gesagt, er hat mich gesehen, dann haben wir den Reaktor gefixt, bin mitgelaufen, aber trotzdem in einem Sicherheitsabstand. Habe ich doch Killhorn wenden gesehen, alles klar. Ich war mir nicht ganz sicher. Wo war das Sicherheitsabstand, wenn du in mir läufst? Hä? Ich war mindestens 3 Längen von dir entfernt. Och, nicht schon wieder. Bist du es schließt aber auch nicht raus aus, dass ich... Oh mein Gott, nein. Ach du Scheiße. Bei mir kann es halt nur Steve, Mel... Oder Arcani, wie es warum ich jetzt bin? Dieses Mal schon wieder... Stimmt. Weil, wie gesagt, am Anfang war ich AFK, also ich hätte da eh nicht gewitcht werden dürfen. Und deswegen kann es nur einer von den 3 sein, weil ich keinem anderen gecrossed bin. Ja, wunderbar. Ich war nicht in der Deckung. Ich bin die Witch. Du bist gerade in der Deckung gewesen. Willst du schon wieder die Witch callen? Ja, oh, Ich bin diesmal die Witch, also bitte, das ist jetzt bitte, mein aller Ernst. Warte, lass mal Steve reden, bitte. Nein. Ich bin die Witch. Wir haben verkackt. Wir haben richtig verkackt. Votet mich einfach du raus. Hast deinen Imposter-Kollegen gewitcht. Du weißt, dass du nicht sagen darfst, votet mich raus. Was AFK gewitcht? Achso, ja gut. Yeah. Achso, stimmt. Ich bin nicht Chester. Nein, ich meinte Chester? Steve. Achso. Ihr könnt mich jetzt nicht mal rausvoten, ich hab's ja eh gesagt, von daher. Also Pfanne ist auf jeden Fall gewendet. Wie viele sind denn jetzt noch gewendet, Kevin? Ist es Killinon gewendet? Ist es Pfanne gewendet? Ist Mel gewendet? Wer ist noch gewendet? Nee, Mel ist nicht gewendet. Mel habe ich nicht wenden sehen, nein. Da hast du dich vertan an der einen Stelle. Mel ist nicht gewendet. Okay, warum wurde die dann von Sensor nur oben im Norden erfasst und irgendwo anders gar nicht? Ja, du kriegst immer die Meldung zweimal und es war zweimal Norden drin, aber so aufpassen. Die war vorher im Norden, ist dann runtergelaufen und dann ist sie ins Ostwest gecrossed. Ja, das habe ich aber gesehen, das ist schon klar. Das ist mir schon klar, der Kevin. Aber jeder andere wurde schon dreimal vom Sensor erfasst und sie aber nur einmal. Ja, du siehst halt nur einen gewissen Bereich. Mel war vorher schon im Norden. Welcher Sensor? Boten nicht vergessen. Wie gesagt, Killon ist falscher. Wollt mich doch verarschen? Was sind das für Votes? Raus, ne? Ja. Was für ein Sensor? Noch 1-2 Kills und dann haben wir gewonnen. Ja. Schickster. Oh, Trickster. Eine kleine Chance haben wir noch. Ich nicht mehr wünschen. Ihr seid doch noch zu zweit. Was denn? Genau den Falschen erwischt. Ich muss mal kurz was fragen. Warum habt ihr nicht einfach gekillt? Es sind dort schon mehr als 30 Sekunden vergangen. Ihr wisst doch, dass ihr den Sieg in eurer Tasche habt. Warum habt ihr nicht gekillt? Oh, die Runde hätte schon dreimal zu Ende sein können. Weißt du, was witzig ist? Wenn es wirklich nirgends
einen Platz gibt, wo man nicht zu zweit ist. Nee, dann hat in der ersten Leuten. Runde zwei Leute gewitcht und zwei gekillt. Der hat alles gemacht. Ja, er hat mich AFK gewitcht. Aus Versehen, das war nicht mit Absicht. Du hättest das sagen müssen. Also ich kann auf jeden Fall von meiner Seite aus sagen, ich habe bisher keinen alleine alles gut. Schade, ich hab das lange nicht gespielt. Es ist okay, Fannis. Mel, du bist nicht gewendet, oder bist du gewendet? Nein, ich bin nicht gewendet. Und Steve spielt schön, Crewmate. Das war die einzige Aussage, die ich getroffen habe, dass Mel nicht gewendet ist. Ich habe echt gedacht, Mel wäre die Witch gewesen. Deswegen habe ich Mel gewotet. So, ich habe Steve gewotet. Schönen Abend. Nacht. Nachti. Ciao. So. Morgen. Ich habe Steve gewotet. War ja auch logisch, dass ich ihn vote. So. Ich hab noch gehofft, dass ich noch ein bisschen überlebe und dass ihr dann auf Steve votet. Nee. Ja, warum wenn ich, auch? Wenn ich hab die Aussage nicht verstanden, wir brauchen nur noch einen, weil ich hab's nicht geblickt. Es waren nur deswegen noch fünf über. Bin ich auch nicht sofort irgendwie auf Steve oder Kevin drauf, weil ich mir so gedacht habe, okay, was ist wirklich jetzt irgendjemand nach so einer Aussage Steve votet? Ich hab's nicht gehört. Ich vote ihn natürlich. Ich bin sein Lover. Ich hab mich sowieso gefragt, warum er als Crewmate auf einmal spielt. Mel, das haben wir gut hingekriegt, finde ich, ne? Es war klar, dass Mel Killer ist. Hat Mel überhaupt irgendwas gemacht? Ich auch nicht. Ich habe einfach auf gut Glück irgendwann einfach nur es gibt noch nur gemacht. Eine Ebene, ne? Nur mal so zehn. Aber mich wundert es, dass die Leichen nicht gefunden wurden. Weil ich auf jeden Fall einen gefressen. In der... Die wurden gefressen! Getötet. Die wurden gefressen! Killerhorn hat die doch gefressen. Das war einfach mein Glück, Alter. Ja! Ich habe die ganze Zeit Leichen gesucht! So, Arcani sagt, oh, der muss da und da liegen. Killerhorn windet neben mir weg. Und ist 5 Sekunden oder 10 Sekunden später wieder da und die Leiche ist weg. Zufall? Ja, ich glaube Einhorn nicht. Einhorn habe ich auch wenden gesehen, aber da ich ja wusste, dass sie nicht im Poste ist, wusste ich halt, dass die der Engineer, glaube ich, kann wenden, ne? Ja. Genau, Engineer. Der Walcher. Da war mir klar, der dass Walcher der Engineer auch. Ist. Das war sie nicht, sie war der Walcher. Walcher ist, der muss Leichen fressen, um zu gewinnen. Ah, okay. Achso, das wussten wir. Okay. Egal. Trotzdem, wir haben es hingekriegt. Es war lustig. Davon, was die Hexe betrifft, ich war in der vorigen Runde Hexe, wo ich absolut nichts gemacht habe. Ja. Ich habe wirklich absolut. Ja, aber du hast dich schon wieder so verteidigt, dass ich wusste, dass du auf jeden Fall mindestens Imposter bist. Aber ich wollte das hier echt nicht verfluchen. Das war nicht mit Absicht da. Ja, gut, passiert. Stand halt einfach ungünstig. Also tatsächlich. Ja, du musst beim Anfang beim AFK musst du halt echt aufpassen. Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, wenn irgendwie Kevin oder sowas auf mich drauf geht, mittlerweile, ich weiß nicht warum, aber mein Auto, das macht einfach automatisch mein Hirn, dass ich aufhöre, mich zu verteidigen und es mir einfach scheißegal wird. Komischerweise, genau. Gegen manche Leute hast du einfach keine Chance, dich zu verteidigen, weil es so in ihren Gehirn reingebrannt ist. Sie mögen zwar recht haben, dass du böse bist, aber alles, was sie gesagt haben, ergibt gar keinen Sinn, weil es nicht so passiert ist. Ja, also jetzt bei Kevin habe ich absolut überhaupt nicht mehr drauf gehört. Also da Steve gesagt, war das, nicht Kevin. Ja, Kevin hat mich wenden sehen. Nein, ich meine damit sowohl diese als auch letzte Runde. Also Kevin. Nee, das war Steve, nicht Kevin. Steve. Das war bei dir Steve. Diese Runde warst du so vehement dagegen, dass du auf jeden Fall nicht der Dingens sein, nicht die Witch sein konntest. Ja, ich war hast du auf jeden Fall mindestens im Poster was. Ich habe keine Ahnung, was ich als Trickster machen soll. Ich habe diese Dinger dahingestellt, aber ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Das sind Vents. Das ist ein eigenes Vents-System. Das sind für dich. Okay, ich für dich die eigene sind, Vents. Darf ich mal eben? Die sind nach dem Meeting, ist das ein eigenes Vents-System und dann sind die sichtbar. So, und dann hast du den Button für Licht ausmachen. Also Trickster-Light. Das hält, ich glaube, 10 Sekunden und geht automatisch wieder an. Genau. Also nicht gefixt werden. Okay, ja, gut, ich hab's nicht geblickt. Aber es wäre schön gewesen, wenn ich die Witch wirklich hätte spielen können, wäre es nicht auf mich drauf. Das wäre wirklich schön gewesen.
Tatsächlich war ich nicht mal im Central danach. Ich war nur beim Anfang im Central. Ja, lustig. Nee, du bist hochgewendet, ne? Ich hab gar nicht. Kann nicht hochwenden. Ah, doch, im Central kannst du ja, du kannst hochwenden. Und klar? Ich persönlich. Mira ja, aber du Kevin stand da ja die ganze Zeit. Also, Mira kannst du, sind alle Vents verbunden, ja. Ja, ja. Drei Vents waren zu, der, jetzt lass mich mal kurz. Draußen auf dem Balkon war einer zu, auf jeden Fall. Genau, Balkon, dann hab ich Electrical, glaube ich, zugemacht. Und ich glaube, Reaktor. Reisemöglichkeiten ein bisschen zu beschränken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Hätte ich gedacht, dass ich das so hinkriege. So. Jesse macht schon Feierabend? Wie, Jesse macht Feierabend? Die hat Frühschicht. Aber ging das nicht immer bis 2? Nein, Frühschicht geht nur bis 0. Okay, dann weiß ich, wen ich rate. Ja, aber Imposter... Also, ich muss mir jetzt noch jemanden suchen, verdammt. Nein, musst du nicht! Du suchst dir jetzt keinen! Du suchst dir keinen davon! Lass es! Doch. Nein! Ich, mir geht's nicht gut, ich muss Feier machen. Oh je. Ah, ich wünschte, ich könnte auch wieder streamen. Ja gut, Akani. Du bekommst erst noch deinen Shoutout, alles gut. Yay! Boah, du Lachsnacken, ey. Schaut unbedingt nicht bei mir vorbei. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Doch, hab ich schon. So. Smoke Blackbeard? Ach du Scheiße, ist das alt. Wie ich mich da noch freue. Ah, ich hab ihn. Hattest du doch keine Frühschicht? Das war ein Self-Report. Ich hab getötet und selber reported. Nein. Achso, ja, dann bot mich raus. Okay, auch gut. Ist heute kein DBD oder wie ist das? Nee, heute ist nur am Morgen. Nee, heute ist nix. Oh, Imposter ist ja auch noch da. Aber ja. Hatte Jesse nicht gesagt, braucht die man hat die Erfahrung die Woche? Davon. Ich flieg als Switch immer als erstes raus. Immer. Egal, ob ich was gemacht habe oder nicht. Ja, die letzte, die Drohne darf. Sorry. Du kannst Regenbogen-Einhorn raten. Die spielt gerade. Killer, der wird sich ja bestimmt freuen. Ich hab mich einfach gefreut, so, ja, mit Jesse Imposter und dann tötet Einhorn mich einfach in der ersten Runde und Jesse dann direkt in der zweiten. Ich dachte, ja, super, ja. Danke für nichts. So nach dem Motto, ne? Was ich noch sagen wollte beim Post,